Beginnen. Jawohl, Aufzeichnung läuft. Also ein herzliches Hallo und willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar. Ich freue mich sehr, dass ich neben dem Jochen Meyer auch insbesondere die Tanja Davisch und den Professor Dr. Oliver Tüscher begrüßen darf zum heutigen Vortrag zum Thema Resilienz, Stärkung im Alltag. Wir hätten eigentlich an diesem Wochenende das Seminar für Angehörige angeboten in Göttingen. Das konnte aufgrund von Corona nicht in Präsenz durchgeführt werden. Zuletzt haben wir uns entschieden, die Themen, die wir vorhatten, zu übertragen in das Online-Format. Daher gibt es heute das erste DHH-Online-Seminar zum Thema Resilienz. Heute Abend ein Austauschtreffen für Angehörige und Partner und morgen Vormittag nochmal ein Thema Pflege von Christian Boch. Heute aber Thema Resilienz und Stärkung. Nach der Begrüßung, die habe ich jetzt gerade erledigt, zeige ich Ihnen kurz was zur Technik, wie das Zoom funktioniert. Dann übergebe ich an den Jochen Meyer, der was zur DHH sagen wird, unsere Referenten vorstellt. Dann kommt der Vortrag, der Hauptteil des heutigen Nachmittages, wo Sie auch ganz viel Zeit haben werden, Ihre eigenen Fragen zu stellen. Nach dem Vortrag werden wir Ihnen nochmal zeigen, welches Informationsmaterial es bei Deutschlandigen Hilfe gibt, welche Ansprechpartner wir haben, machen eine kurze Umfrage, welche weiteren Online-Seminare Sie sich wünschen. Und angedacht ist das Ende gegen 16.30 Uhr. Das kann man bei diesem Format immer schwer vorhersagen. Ist abhängig von den Fragen, die Sie stellen, dann halten Sie sich davon nicht ab. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Bei dem Zoom-Webinar sind Sie als Teilnehmer Zuschauer. Das heißt, Sie sind für andere nicht sichtbar, Sie sind auch nicht hörbar. Sie können sich durchaus aber bei uns beteiligen, das wünschen wir uns auch sehr. Sie können zum einen, es könnte ein Handzeichen geben, wir werden vielleicht zwischendrin Umfragen machen. Wer hat denn schon? Dann kann man die Hand heben über diesen Handheben-Knopf. Ansonsten gibt es noch diesen F- und A-Knopf, wo man Fragen einstellen kann. Diesen F- und A-Knopf an der unteren Bildschirmzeile können Sie jederzeit verwenden. Bitte nutzen Sie ihn auch. Tragen Sie dort Ihre Fragen ein. Wir sammeln die Fragen zu jedem Themenblock. Dann hat Frau Davisch jeweils eine Pause eingeplant, wo wir dann die Fragen beantworten. Wir, beziehungsweise Jochen Meyer, wird dann in Ihrem Namen die Frage vorlesen und hier auch Ihren Vornamen verwenden, so wie Sie sich im Zoom angemeldet haben. Falls Sie das nicht wollen, dass der Name vorgelesen wird, könnten Sie Ihre Frage auch anonym senden. Das habe ich hier unten rot eingekreiselt. Das Fragenfenster und den Knopf anonym senden, den einfach bitte anklicken. Dann werden wir die Fragen, nachdem sie beantwortet sind, werden sie für alle Teilnehmer sichtbar sein. Wir haben auch Umfragen eingebaut. Das sieht dann so aus, dass wir so eine Umfrage starten. Das gibt also eine Frage- und Antwortmöglichkeiten. Da können Sie dann sich die richtige für sich passende auswählen und dann am Ende werden alle Ergebnisse freigeschaltet werden. Oh, ich kriege ein Getränk gebracht. Okay, nachdem ich es jetzt erklärt habe, würde ich es auch einmal machen mit den Umfragen. Und zwar starten wir mit der ersten Frage. Inzwischen sind wir 32 Teilnehmer, das freut uns sehr heute Nachmittag bei dem schönen Wetter, das Sie zu uns gefunden haben. Wir würden Sie gerne kennenlernen, ein bisschen zumindest. Und die erste Frage lautet, aus welchem Bundesland sind Sie heute eingewählt? Und bitte einfach mal draufdrücken, falls es nicht sofort ein Bundesland sofort erkenntlich ist. Wir haben die nach unseren Landesverbänden bei der DHH sortiert. Die könnten auch irgendwo mittendrin dazwischen stecken. Ich sehe schon die ersten Rückmeldungen. Ich warte noch einen Augenblick. Es gibt einen ganz klaren Favoriten. Okay, ich denke, das war's. Also, ich zeige Ihnen mal die Ergebnisse. Also, heute kommen die allermeisten aus Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, sehr schön. Ich übrigens auch. Wunderbar, sehr schön. Dicht gefolgt von dem hohen Norden, Bremen, Hamburg, MacPom. Bayern ist noch stark vertreten. Dann Baden-Württemberg, die teilen sich den Rest auf. Also vielen, vielen Dank dafür, sehr schön. Dann möchten wir gerne noch mehr über Sie wissen. Und zwar würden wir gerne noch wissen, welche Altersgruppe denn hier heute vertreten ist. Falls verschiedene
verschiedenen Altersgruppen vorm PC sitzen, können Sie jetzt auch mehrere Häkchen anklicken. Okay, jetzt läuft's. Jetzt sehe ich schon, wie das funktioniert mit dem Andrücken. Okay, dann beende ich auch die Umfrage und zeige Ihnen dieses Ergebnis. Moment, da müsste es jetzt kommen. Also, wir haben von 20 bis über 60 alles dabei. Das freut mich sehr, dass wir so eine breite Bandbreite erreichen heute mit einem Schwerpunkt der 50-Jährigen, kurz gefolgt der über 60-Jährigen. Herzlich willkommen. Und einen habe ich noch. Das würde ich gerne noch wissen wollen. Dieses Online-Seminar ist ja offen für jeden. Es dürfen Mitglieder der DHH mitmachen, genauso wie noch nicht Mitglieder. Und da würde ich gerne mal wissen, wer ist denn schon Mitglied bei unserem Verein und wer ist es noch nicht? Ui. Das ist ein ganz klares Ergebnis. Das freut mich sehr. Aber wir haben für alle was dabei. Ich beende auch diese Umfrage und zeige Ihnen hier das Ergebnis. Also wir haben ein 70-30. 70% sind schon DHH-Mitglieder, das freut uns sehr. 30% sind es noch nicht. Dann nutze ich die Gelegenheit und übergebe das Wort dem Jochen Meyer, der was über die DHH erzählen wird. Jochen, du kannst dein Mikro freischalten. Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen und natürlich vielen lieben Dank, dass ihr euch am Samstagnachmittag so zahlreich hinzugeschaltet habt für unsere neue Reihe der Online-Seminare. Ich möchte ganz kurz, für viele ist es nichts Neues, für unsere Mitglieder, aber für die Neumitglieder oder noch Nichtmitglieder ist es ganz wichtig, dass man einfach weiß, wer sind wir, was bieten wir, was machen wir. Wir sind damals, 1970 durch verschiedene Interessensvertretungen und Familien entstanden und haben uns dann mit der Zeit, jetzt 50 Jahre, bundesweit auf Regionalgruppen, Landesverbände, Selbsthilfegruppen und Kontaktpersonen deutschlandweit eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, haben sehr, sehr viele Angebote mittlerweile auch Familien mit der Huntington-Krankheit zu unterstützen, heißt, ob das Austausch mit Gleichgesinnten ist, online, persönlich, also mittlerweile einfach mehr online durch Corona. Bundesweite Veranstaltungen wie die Ü35-Veranstaltungen oder Genträger, aber auch natürlich das Angehörigenseminar oder Aktive, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir da uns breit aufstellen. Wenn Sie der eine oder andere noch Informationen hat, wo wir sagen, das fehlt noch, bitte gern, gebt uns da einfach den Input, gebt uns Bescheid, wir sind da sehr, sehr offen, möchten sehr, sehr viele Leute erreichen, informieren mit unseren Neuigkeiten. Auch die Quartalszeitschrift, unser Huntington-Kurier, kommt viermal im Jahr, ganz, ganz viele Informationen aus den einzelnen Gruppen, aus den Landesverbänden. Ja, und die Jahrestagung mit Fachkonferenz und bieten natürlich ganz viele Neuigkeiten aus der Forschung, was ganz, ganz arg wichtig ist in unserem Gebiet. Unsere Geschäftsstelle, die von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr da ist, bietet individuelle Beratung. Auch hier ganz, ganz wichtig, dass man dieses Angebot einfach auch nutzt, um Informationen, die benötigt werden, abzugreifen. Ja, dann gibt es unten noch, und das ist auch ganz wichtig für Nichtmitglieder, die Möglichkeit, auch Mitglied zu werden. Wir als DHH sind ehrenamtlicher Verein. Wir haben zwar in der Geschäftsstelle zwei Teilzeitbeschäftigte sitzen, die die Beratung unter der Woche einfach auch darstellen, die aber natürlich auch die Verwaltung des Vereins übernehmen. Wir sind sehr froh um jedes neue Mitglied. Sagt es einfach weiter, wenn ihr irgendwas habt, was nicht so läuft. Auch da sind wir ganz froh, wenn es ein Feedback gibt. Und das ist wirklich für uns sehr, sehr wichtig, dieses Thema, dass wir jeden und vor allem auch mehr Familien erreichen.
Ja, da könntest du noch weitergehen. Die nächste Seite, danke. Ja, Vorteile der Mitgliedschaft in der DHH. Wir haben Vergünstigungen, Informationsmaterial, ganz, ganz arg hier. Da kann man sich auch informieren auf unserer Homepage. Man kann eine Geschäftsstelle anrufen. Die Vernetzung und die Kontakte zu Gleichgesinnten ist ganz, ganz arg wichtig. Und auch im Gespräch über Jahre stellt sich das einfach immer wieder dar, wie wichtig das Ganze ist, auch vor allem für Angehörige, die oft teilweise ganz unterschiedliche Problemstellungen auch haben und nicht wissen, wo sie hinkommen. Wir haben da ein wirklich sehr, sehr gutes Netz, auch mit Neurologen, die man immer kontaktieren können, wo es ganz kurze Wege gibt. Das sind einfach diese Dinge, auch die erste Sitzung oder kostenlose sozialrechtliche Beratung über den VDK ist über unsere Mitgliedschaft abgebildet und natürlich Vergünstigungen in vielen, vielen Bereichen. Informieren Sie sich einfach auch in der Geschäftsstelle und stärken Sie uns ein Stück weit. Sie sind unsere Stimme in den Organisationen und auch in diesen Verbänden. Und dafür möchte ich mich bei jedem Einzelnen, der jetzt bisher Mitglied ist, bedanken und vielleicht bei dem einen oder anderen, der sagt, hey Mensch, höre ich mir mal an, sind wir gern bereit, auch regional einfach zu informieren. Sprechen Sie eure Kontakte an, entweder in der Geschäftsstelle, in den einzelnen Landesverbänden oder direkt in der Selbsthilfegruppe. Ja, und davon würde ich jetzt einfach noch ein klein bisschen in Werbung einschieben, was Sie für uns auch tun können. Und es wäre ganz, ganz arg toll und es tut meistens auch gar nicht weh. Durch Ihren eigenen Einkauf können Sie über Amazon Smile uns einfach auch als Verband unterstützen. Da geht immer ein klein bisschen des eingekauften Betrages, geht an gemeinnützige Organisationen ihrer Wahl. Und am besten klicken Sie natürlich dann auf uns, auf die DHH, dass wir damit auch solche Seminare oder auch andere Dinge bezuschussen können. Was uns auch ganz wichtig ist, als Vorteil zusätzlich noch, das habe ich eben vergessen zu sagen, wir unterstützen auch die Familien, wir haben eine sogenannte Familienstiftung, wo wir hergehen und auch jetzt in der Corona-Zeit speziell die Menschen und die Familien unterstützen. Das ist ganz, ganz arg wichtig in diesen Zeiten. Auch dieses Angebot, bitte nutzen Sie es, kommen Sie auf uns zu mit Ihren Anliegen und dann können wir auch konkret helfen. Hierfür erstmal vielen Dank. Jetzt kommen wir eigentlich schon zur Überleitung und würde einfach auch mal ganz kurz die Frau Darwisch und der Herr Professor Tischer vorstellen. Es war jetzt, eigentlich ist es vor über einem Jahr gewesen, wo wir in Kontakt getreten sind, damals beim Angehörigenseminar in Wiesbaden. Da gab es schon ein Seminar von beiden. Beiden sind aus der Universitätsmedizin Mainz, also der Uni Mainz, die ja enge Kooperation mit dem Resilienzzentrum auch in Mainz haben und auch Überschneidungen. Mir war es eigentlich immer wichtig, dass wir das Thema Resilienz, auch die Stärkung unserer Psyche, unser Selbstwertgefühl mal in ein Seminar verpacken. Wir haben mittlerweile auch in unserer Forschungsstiftung, die wir ja auch haben als Deutsche Huntington-Hilfe, haben wir auch ein Projekt mit den Mainzern und wie gesagt auch für uns. Deswegen hier an dieser Stelle lade ich jeden ein, Fragen zu stellen, wenn was nicht klar ist. Und auch im Nachgang gibt es mit Sicherheit das eine oder andere. Kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auf die Frau Darwisch zu. Und vielen Dank, liebe Mainzer, dass ihr euch bereit erklärt, hier zu übernehmen und uns mit eurem Seminar einfach Resilienz ein bisschen näher bringt. Vielen Dank dafür. Und jetzt übergebe ich das Wort an die Frau Darwisch. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass so viele Teilnehmer sich gefunden haben zu unserem Seminar. Wir werden Ihnen heute was über Resilienz, über Stress, über Resilienzmechanismen erzählen. Ich hoffe, dass Sie ganz viel mitnehmen und es interessant für Sie ist. Ich teile jetzt hier erstmal meine Präsentation.
So, hat das geklappt? Gut. Genau, Resilienzstärkung im Alltag. Bevor wir beginnen, zeige ich Ihnen erstmal die Agenda für heute. Wie Frau Winkelmann schon erzählt hat, wir machen es in drei Blöcken, sodass Sie quasi nach jedem Block die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und wir nicht am Ende irgendwie dann nochmal was zu der ersten Folie sagen müssen. Das heißt, merken Sie sich Ihre Fragen gerne, schreiben Sie direkt unten rein in den F&A-Button und in der Pause können wir dann die besprechen. Der erste Block, da geht es um Stress, wie entsteht Stress überhaupt, was sind Stresssymptome, was sind meine persönlichen Stresssymptome und wie kann ich mit chronisch erhöhter Anspannung mit so Dauerstress umgehen. Der zweite Block ist dann Resilienz an sich. Was ist das überhaupt? Einfach mal eine Definition dieses Begriffs, der doch irgendwie immer mehr verwendet wird, aber manchmal gar nicht so bekannt ist. Und die Resilienzmechanismen, die sich im Laufe von Studien und Untersuchungen bisher so finden ließen. Und dann habe ich im dritten Block einfach mal so ein paar Übungen und Beispiele mitgebracht, ein paar Geschichten, Übungen für Sie, Metaphern, dass wir einfach so auf manche Resilienzmechanismen einfach nochmal genauer eingehen können, damit die nicht so theoretisch bleiben, sondern einfach so ein bisschen praktischer irgendwie sind. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich die Frau Winkelmann bitten, die erste Umfrage einzustellen zum Thema Stress. Mich würde erstmal interessieren, wie relevant das überhaupt für Sie ist. Das heißt, die erste Frage, wie gestresst bzw. belastet fühlen Sie sich in den letzten 2 Wochen? Gar nicht gestresst bis sehr stark gestresst. Sie gerne einfach mal angeben. Dann können wir mal schauen, wie hier die Tendenz ist. Frau Winkelmann, Sie können entscheiden, glaube ich, wie lange am besten man das. Genau. Ah, okay. Also sehen wir irgendwie 2 Gruppen, würde ich sagen. Einmal wenig gestresst, aber deutlich gestresst in der Mehrheit. Das heißt, dann ist das Thema ja wirklich auch sehr relevant heute für Sie. Und hoffen wir, dass wir irgendwie da schon direkt zu einer Besserung beitragen können. Allein dadurch, dass man so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand bekommt. Okay, danke. Die zweite Umfrage würde ich dann gleich machen im zweiten Block. Dann können wir einfach erstmal anfangen mit dem Thema Stress. Stress, was ist das überhaupt? Wir sollten uns kurz irgendwie damit beschäftigen. Jeder verwendet diesen Begriff, aber wir wollen irgendwie doch uns auf eine einheitliche Definition verständigen. In der Physik sagt man, Stress ist der Druck auf oder der Zug an einem Material. Das sehen Sie hier auch in dieser Abbildung. Ein Stressor F, der quasi auf die Fläche A drückt. Da kommen wir dem Begriff, so wie wir ihn verwenden, eigentlich schon sehr nah. Psychologisch verwenden wir den Begriff Stress in 2 Komponenten. Zum einen bedeutet Stress eine Reaktion, die man als Lebewesen zeigt, auf einen Stressor, damit man eine besondere Extremsituation bewältigen kann. Zum anderen sind es aber auch die Kosten, die dadurch entstehen, körperlich und psychisch, dass ich diese Anforderungen überhaupt bewältigen kann. Das bedeutet letztendlich, Stress mobilisiert Energiereserven, damit meine Leistungsfähigkeit höher wird, damit ich in einer Stresssituation den Anforderungen gerecht werde. Langfristig ist das ungesund. Die erste Konsequenz ist also sehr positiv, sehr notwendig, langfristig aber ungesund. Und für uns wird Stress in der Regel als sehr unangenehmen Zustand erlebt, irgendwie bedrohlich, kritisch. Es geht immer um was Wichtiges, sonst wäre es nicht stressig und es ist irgendwie unausweichlich. Stressfaktoren gibt es viele. Ich habe Ihnen hier mal eine Abbildung mitgebracht von Arbeitsstress, hohen Arbeitsanforderungen, Deadlines, die man einhalten muss, über soziale Medien, die einen Stressor darstellen können, über die Familie, Liebeskummer, Gewichtsprobleme, ungesunde Ernährung, aber auch vor allen Dingen Umweltbelastungen hier oben, finanzielle Probleme, ist alles dabei. Ja, es gibt zahlreiche Stressoren. Vor allen Dingen soll es hier ja aber auch darum gehen, Stressoren im Kontext einer Erkrankung. Und dabei ist es gar nicht relevant, ob ich jetzt selber betroffen bin oder ob ich der Angehörige bin von jemand, der betroffen ist. Fakt ist, dass das einen großen Stressor darstellt. Ja, Stress ist aber nicht immer nur negativ. Es gibt auch positiven Stress. Wir nennen das Eustress. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel, viele von Ihnen werden es kennen, der Hochzeitstag oder die Hochzeitsvorbereitung. Ein sehr stressiges, angespannte Situation. Und dennoch wird es ja als etwas sehr Positives erlebt. Genauso wie die Geburt, ne? Wo die meisten Leute sogar sagen, der schönste Tag meines Lebens. Und dennoch
gibt es kaum eine stressvollere Erfahrung, gerade für die Frau, aber für den Mann natürlich auch. Die Fahrprüfung, erinnert man sich vielleicht auch noch dran, und da ist es besonders wichtig, dass ich überhaupt angespannt bin, damit ich da auch eine hohe Leistungsfähigkeit zeige und die Prüfung bestehen kann. Ne? Und trotzdem weiß ich noch ziemlich gut, wie stressig das war und wie positiv, aber trotzdem konnotiert. Und sowas wie eine Achterbahnfahrt, ne? Wo irgendwie ganz viel Adrenalin ausgeschüttet wird und trotzdem ist es ja was sehr Stressiges in dem Moment. Wir haben gestern noch darüber gesprochen, Herr Professor Tischer und ich, wenn man jetzt bei so einem Brautpaar zum Beispiel am Hochzeitstag eine Blutprobe nehmen würde und sich das Cortisol-Level anschauen würde im Vergleich zu jemandem, der zum Beispiel gerade einen Autounfall hatte, dann würde man im Labor gar keinen Unterschied feststellen. Der Cortisolspiegel wäre gleich hoch. Man hätte zwei sehr belastete Menschen vor sich. Trotzdem können wir davon ausgehen, derjenige, der den Autounfall hatte, der hat das als sehr, sehr negativ erlebt und wird da auch lange noch irgendwie dran zu knabbern haben, während der Hochzeitstag was sehr Schönes ist und die psychische Gesundheit der Person nicht angreift. Und die Frage ist, wie lässt sich das erklären, dass Stress körperlich gleich sich äußert und trotzdem einmal positiv, einmal negative Auswirkungen hat? Die Antwort ist folgende. Stress entsteht dadurch, dass wir erstmal einen Stressor oder irgendein Ereignis haben, was erstmal neutral ist, was erstmal nur da ist. Und dann kommt es darauf an, wie das Individuum in der Situation diesen Stressor bewertet, ob er den als was Positives oder Negatives bewertet. Und dann folgen die Reaktionen, sowohl die Gedanken, die ich dazu habe, als auch meine Körperreaktion, als auch meine Gefühle. Und die können halt, je nachdem, wie ich das bewerte, sehr positiv oder negativ ausfallen. Negativer Stress entsteht also dann, wenn eine Person einschätzt, dass sie die Aufgabe jetzt nicht bewältigen kann oder dass sie die Möglichkeiten nicht hat, mit einem Problem umzugehen. Zum Beispiel, weil sie keine Zeit hat, weil sie sehr unter zeitlichem Druck steht, weil sie keine Kraft mehr hat, körperlich oder psychisch, oder weil sie einfach nicht weiß, wie man jetzt eine Aufgabe bewältigen soll. Das nennt man dann Distress, im Gegensatz zu dem Eustress, der positive Stress ist. Langfristig führt dieser negative Stress dann zu den körperlichen und psychischen Folgen für die Person, von denen wir immer so sprechen, wenn wir über Stress sprechen. Also wir meinen eigentlich immer den negativen Stress in der Regel. Positiver Stress und Stress in Maßen macht aber resilienter. Da gab es ganz interessante Studien, die wir auch teilweise im Hause gemacht haben, die zeigen, dass Stress jetzt per se nichts Negatives ist, auch der negative Stress nicht, weil wir ja lernen, damit umzugehen, weil man jedes Mal ein bisschen schlauer ist und in der nächsten Anforderung oder in der nächsten Aufgabe es besser bewältigen kann. Das heißt, jemand, der schon viele Stressphasen oder stressige Schicksalsschläge, Ereignisse in seinem Leben hatte, kann dann zukünftig auch besser mit den Folgen umgehen. Besser als jemand, der noch nie irgendwelche Probleme zu lösen hatte, der dann erstmal da steht mit der Ochs im Walde, wie man so schön sagt. Genau. Wozu haben wir überhaupt Stress? Das ist tatsächlich etwas, was sich evolutionspsychologisch erklären lässt. Ja, wenn Sie mal an die Neandertaler denken, damals, die haben zwei sehr aktivierende Situationen gehabt. Die eine ist, ich habe Hunger, ich muss mir irgendwas zu essen besorgen, bin auf der Jagd. Ja, da ist es ganz wichtig gewesen, kurzfristig die Leistungsfähigkeit körperlich und psychisch hochzufahren, damit ich in der Lage bin, mir mein Essen zu jagen. Das ist eine Situation, wo Stress sehr gut und sinnvoll war. Die zweite ist natürlich, der Säbelzahntiger ist irgendwie mir auf die Spur gekommen und verfolgt mich und ich muss ganz schnell flüchten. Da ist es auch ganz wichtig, dass ich alle meine Reserven mobilisiere und um mein Leben zu retten, dann quasi fliehen kann. Oder Freezen, ne? Dieses Erstarren, wenn es zum Beispiel geht, ich habe jetzt ein Versteck gefunden und muss jetzt schauen, dass der Säbelzahntiger an mir vorbeikommt, ohne dass er mich erkennt. Das heißt, evolutionspsychologisch ist Stress was sehr Sinnvolles. Das Problem ist, dass der Neandertaler damals eine kurze Stresshochphase hatte, weil er zum Beispiel gejagt wurde oder sich was jagen wollte. Und dann hat er ja aber auch eine Aktion darauf folgen lassen, nämlich ist gerannt und dann hat er den Stress so abgebaut und danach gab es eine Ruhephase. Und das ist vielleicht das, was heutzutage schwierig ist. Stress ist letztendlich ein Teufelskreis. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Wir haben ja also einfach eine Anforderung, einen Reiz, einen Stressor. Wenn ich dem ausgesetzt bin, dann reagiere ich erstmal nervös, angespannt, unruhig. In der Folge habe ich auch eine emotionale Reaktion. Es kann eine Angst sein vor den Konsequenzen dieser Situation. Es kann aber auch eine Wut sein auf mich selber, weil ich jetzt der Anforderung vielleicht erstmal nicht gewachsen bin oder auf eine andere Person, die dazu da irgendwie für verantwortlich gemacht wird. Die Konsequenz von gestresst sein können Konzentrationsprobleme sein und so ein Grübeln sein.
Die Konsequenz kann außerdem können körperliche Beschwerden sein, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Und auf Dauer sinkt dann die Leistungsfähigkeit und wir sind erschöpft. Dann geht es wieder von vorne los. Wenn ich erschöpft bin, bin ich auch wieder unruhiger, komme nicht zur Ruhe. Ich reagiere noch emotionaler, ich kann kognitiv noch schlechter denken, habe noch mehr körperliche Beschwerden und dann sind wir in diesem Teufelskreis drin. Darüber hinaus führen natürlich diese emotionalen Reaktionen dazu, dass ich vielleicht auch noch mehr Konflikte mit meinem sozialen Umfeld habe. Die Konzentrationsprobleme führen dazu, dass ich nicht mehr richtig denken kann, dass ich Probleme auch nicht mehr richtig lösen kann, nicht mehr rational denke. Und die Erschöpfung erhöht mein Risiko einer psychischen Erkrankung, wie zum Beispiel einer Depression oder einem Burnout zu erkranken, weil ich einfach nicht mehr selbstfürsorglich mit mir bin. Das sind so zusätzliche Belastungsfaktoren, die da dafür dazukommen. Und da hilft nur so schnell wie möglich aus diesem Teufelskreis des Stresses rauszukommen. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie ich das machen kann. Stresssymptome. Es gibt verschiedene Stresssymptome auf drei Ebenen. Zum einen reagiert man körperlich, habe ich gerade schon angesprochen, bestimmte Schmerzen, die dann wiederkehren, die ich unter Stress habe, psychisch. Das heißt, unter Stress habe ich meist andere Gedanken und Gefühle als im Normalzustand und ich verhalte mich meistens in der Konsequenz dann auch anders. Sie können sich ja mal einen Moment Zeit nehmen und darüber nachdenken, was Sie sagen würden, was so Ihre typischen Stresssymptome sind auf den drei Ebenen, also körperlich, psychisch und im Verhalten, woran Sie merken, dass es Ihnen nicht gut geht, dass Sie belastet sind, dass Sie gestresst sind. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man seine persönlichen Frühwarnsymptome erkennt, ne? Dass man erkennt, wann man gestresst und belastet ist, um sich dann auch aktiv eine Pause zu nehmen. Vielleicht denken Sie kurz mal drüber nach. Ansonsten habe ich Ihnen hier exemplarisch einfach mal mögliche Symptome mitgebracht. Auf der körperlichen Ebene können das verschiedene Schmerzen sein. Es kann Zähneknirschen in der Nacht plötzlich sein, ein Bluthochdruck, den Sie sonst eigentlich nicht haben, Magenprobleme, ne? Dass man irgendwie nicht mehr essen kann, nicht mehr nicht mehr gut verdauen kann. Häufige Erkältung ist auch so ein ganz typisches Symptom. Plötzlich ständig krank, ständig grippig im Winter oder so eine chronische Müdigkeit zum Beispiel. Psychisch kann das über so kognitive Defizite, wie zum Beispiel Konzentrationsprobleme oder eine Vergesslichkeit, bis hin zu Ängsten gehen oder dass ich sehr gereizt auf meine Umwelt reagiere. Und im Verhalten kann es dann zum Beispiel sein, dass ich nicht gut schlafe, dass ich mich sehr ungesund ernähre, plötzlich viel mehr Kaffee zu mir nehme, Probleme habe, morgens aus dem Bett zu kommen und so weiter. Und ja, wie gesagt, da lade ich Sie ein, sich selber gut kennenzulernen, dass Sie irgendwie da frühzeitig hellhörig reagieren. Wie gehe ich jetzt mit chronisch erhöhter Anspannung um und woher kommt die überhaupt? Wir haben letztendlich im vegetativen Nervensystem zwei Gegenspieler, den Sympathikus und den Parasympathikus. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das sind verschiedene biochemische Prozesse, die da im Körper passieren, verschiedene Reaktionen auf unser Organsystem. Der Sympathikus ist letztendlich dafür da, dass in der extremen Situation überhaupt meine Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Es werden Stresshormone ausgeschüttet wie Adrenalin und Cortisol und die erhöhen dann meinen Puls, meinen Blutdruck, meine Atemfrequenz, die steigern die Durchblutung der Muskulatur, die Atemwege werden weiter und es wird Energie in Form von Zucker freigesetzt. Das ist dafür da, dass ich quasi in der Steinzeit wegrennen oder jagen konnte. Heutzutage, dass ich zum Beispiel in einer Prüfungssituation leistungsfähig bin. Ja, das ist also erstmal was Positives, dass der Sympathikus uns da pusht. Danach soll eigentlich der Parasympathikus kommen, der sich dann darum kümmert, dass ich wieder runterfahre, dass meine Organe und mein Gewebe regeneriert wird, dass ich wieder neue körpereigene Kraftreserven aufbaue, dass der Stoffwechsel wieder funktioniert, der Darm wird dann angeregt, die Verdauung wird in Kraft, tritt in Kraft und ich erhole mich, sodass ich demnächst in der nächsten Extremsituation quasi wieder leistungsfähig bin überhaupt. Und wenn ich jetzt quasi einen Sympathikus habe, der überaktiv ist, weil ich mir gar keine Pause mehr gönne oder gönnen kann, weil ich in so einem Dauerstress drin bin, dann sorgt das für so eine dauerhafte Alarmbereitschaft. Und in der Konsequenz dafür, dass ich gar keine neuen Kraftreserven aufbauen kann, dass ich nicht regenerieren kann. Wenn Sie sich dabei erwischen, dass das so ist, dann kann man erstmal ganz basal mit zwei verschiedenen Komponenten dagegen arbeiten. Der Sympathikus muss
wie ich es ja erzählt habe, in dem Beispiel mit dem evolutionsbiologisch, wenn der aktiviert ist, dann muss der ausgelaufen werden. Also wenn Sie diese Energie haben, dann muss sie quasi abgebaut werden. Und das mache ich ganz klassisch über Aktivität, Bewegung oder Sport. Ja, das heißt, 2 bis 3 Mal die Woche sollten Sie wirklich gucken. Und wenn es nur ein strammer Spaziergang ist, dass Sie diese chronische Anspannung, die Sie haben, auch abbauen, indem Sie quasi das auslaufen, so wie das früher der Fall gewesen wäre. Und dann muss ich mir natürlich, und das ist wirklich etwas, was Sie täglich oder zumindest alle 2 Tage versuchen sollten, dem Parasympathikus wieder Raum zu geben, indem Sie sich entspannen. Es können Pausen sein, die Sie sich einplanen, ein Wellness-Wochenende, in dem Sie einfach sich den Schlaf holen, den Sie auch wirklich brauchen, Yoga machen, progressive Muskelrelaxation üben oder autogenes Training. Da können Sie zum Beispiel auf der Homepage von der TK mal schauen, die haben da ganz gute so Atementspannung und Übungen drin, dass man sich einfach regelmäßig mal wirklich runterholt und wenn es nur ein Moment. Ja, also das sind die beiden Komponenten, mit denen Sie chronisch erhöhte Anspannung langsam wieder reduzieren können. Genau, das war schon der erste Block zum Thema Stress. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob es Fragen gibt. Frau Winkelmann, ich übergebe einfach an Sie oder Herr Mayer, ich weiß nicht, wer das macht. Gibt es denn Fragen? Genau. Erstmal vielen Dank für den ersten Block. Also aktuell sehe ich momentan noch keine Frage. Vielleicht warten wir einen Moment, ob noch was kommt. Genau. Ich würde einfach sagen, jeder darf mal einen Schluck aus dem Glas nehmen und sich nochmal in sich gehen, ob irgendwas noch unklar ist oder ob die ein oder andere Frage kommt. Also es gab ganz am Anfang eine Frage. Da hat jemand die Klopapierumfrage vermisst, die ich ja im Beispiel hatte in meinen Folien. Die ist aus den Anfangszeiten von Corona, da ist sie entstanden. Ich habe die heute nicht mehr mitgebracht. Also wenn es da großes Interesse gibt, kann ich am nächsten Mal wieder einbringen, mitbringen. Ansonsten war das nur ein Beispiel. Unten, ich sage es nochmal, unten in der Zeile gibt es diesen F&A-Knopf. Sämtliche Fragen rund um Thema Stress. Nutzen Sie die Gelegenheit, wir geben Ihnen eine Chance. Wenn es Ihnen später einfällt, das machen wir einfach weiter gleich. Genau, man darf auch die Stressfrage noch im zweiten Block stellen. Alles also das genau. Ist völlig okay. Da jetzt eines jetzt blockt eine auf. Und zwar von der Angelika. Ich habe von allen etwas von den Stressphasen. Was bedeutet das? Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, auf allen Ebenen, ne? Also körperlich, psychisch und im Verhalten, das ist nicht, das bedeutet nicht, dass das jetzt besonders schlimm ist, das ist in der Regel normal. Also jeder findet auf allen Ebenen etwas, weil wir halt auf allen 3 Ebenen bei Stress reagieren. Ne? Das heißt, unsere Gedanken verändern sich, unsere Gefühle verändern sich, körperlich meldet sich der Körper oft und dann ändert sich auch unser Verhalten. Das ist nicht ungewöhnlich. Nur innerhalb der Kategorien ist es sehr unterschiedlich, wie man reagiert und das sollte man wissen, dass zum Beispiel die Kopfschmerzen schon viel früher kommen als die Schlafstörungen, sodass ich dann halt schon bei den Kopfschmerzen reagiere und nicht erst bei den Schlafstörungen. So ist es gemeint. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Okay. Ich mache gerade ganz kurz weiter nochmal mit Angelika, die hat noch angefügt, bin allerdings derzeit kurz vor einem Burnout. Gibt es da gleich irgendwelche Tipps, was man hier machen kann? Ja, definitiv. Das Wichtigste ist, glaube ich, aus unserer Sicht, dass man einen Burnout nicht alleine bewältigen muss und auch nicht versuchen sollte. Also da sollte man sich immer, wenn man kann, in professionelle Hände begeben, ob das jetzt erstmal eine psychologische Beratung ist, ob das jetzt vermehrte soziale Kontakte sind oder direkt ein Psychotherapeut, muss man dann schauen. Oder ob man sich erstmal an den Hausarzt wendet. Aber wenn man wirklich sagt, ich erfülle hier alle Kriterien, alle Symptome und ich bin kurz vorm Burnout, dann sollte man da nicht mehr länger warten und das nicht alleine machen. Also da lade ich Sie wirklich ein, sich Hilfe zu holen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ich glaube, jeder 3. Mensch hat im Leben mal eine Situation, in der man depressive Symptome oder Burnout-Symptome hat. Das ist also wirklich weit verbreitet. Das ist nichts Komisches, nichts, wofür man sich schämen müsste und nichts, wo man alleine durch muss. Und in der Situation, in der Sie sich ja alle befinden, im Kontext mit einer schweren Erkrankung, ist das auch total menschlich.
Also da würde ich wirklich dazu raten, sich Hilfe zu holen. Okay. Wir haben eine Frage von unserem langjährigen Wissenschaftler Dr. Lange. Gibt es denn auch Hirnveränderungen durch chronischen Stress beziehungsweise auch Schäden an der DNS? Können Sie das beantworten, Frau Nawisch oder Herr Tischer? Ich glaube, Herr Tischer kann das noch besser beantworten als ich. Ja, gerne. Wenn er mag, würde ich die Frage übernehmen. Mal gerne, ja, hallo. Also Hirnveränderungen durch chronischen Stress, da sind tatsächlich die, die am besten belegt sind, die am tatsächlich Hippocampus. Der Hippocampus, die Seepferdchenstruktur im Gehirn, ist die, die vor allen Dingen für die Gedächtnisbildung wichtig ist. Und da sieht man, dass die gerade eben sehr Schaden nimmt, in Anführungsstrichen, wenn ich chronisch Stress habe, dadurch auch chronisch erhöhte Cortisolspiegel. Das sieht man ganz gut. Und man sieht vor allen Dingen dann eben auch bei einer typischen Folgeerkrankung von Stress, wie einer posttraumatischen Belastungsstörung, wo man dann eben so eine Hippocampus-Verschmälerung sieht. Man sieht es aber auch in anderen Hirnregionen, vor allen Dingen im Frontalkortex, der dann zum Teil auch mit Minderungen reagiert, aber eben auch andersrum, dass ja der Bereich im Gehirn, der uns immer auch Gefahr signalisiert, die Amygdala, die ist in der Tat zum Teil sogar größer, hat man auch gesehen bei Menschen, die dann unter chronischem Stress, wie beispielsweise einer posttraumatischen Belastungsstörung stehen. Stress und Schäden an der DNS, da ist es so, dass man weniger tatsächlich direkte Mutationen sieht, als vielmehr Stress sich abbildet in der Epigenetik. Das ist das neue Feld, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, oder ein bisschen neuere Feld, inzwischen ist es dann auch schon 10 Jahre alt, wo es darum geht, die Regulation der Gene über Methylierung, so nennt man das, also entweder Stummschalten oder Aktivschalten von regulatorischen Prozessen am Genom reguliert. Und diese epigenetischen Veränderungen, die sind in der Tat, kann man gut nachweisen, sehr stressabhängig bzw. stressresponsibel. Die DNS an sich nimmt jetzt per se keinen Schaden, das kann man jetzt nicht behaupten. Dafür bräuchte man dann schon chemische Veränderungen oder physikalische Veränderungen. Das wären so die beiden Dinge dazu. Genau, das passte, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, natürlich eigentlich nicht zur nächsten Frage. Sind die Symptome wie zum Beispiel Vergesslichkeit reversibel? Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, man sieht sogar Veränderungen am Gehirn, wie Veränderungen im Hippocampus, könnte man natürlich annehmen, oh Gott, tatsächlich habe ich dauerhaft dann kognitive Probleme, beispielsweise Gedächtnisstörungen und so weiter. Das ist aber eben nicht der Fall. Also auch gerade interessanterweise diese Veränderungen sind, wenn man beispielsweise, ich greife jetzt wieder auf das Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörungen zurück, Menschen dann auch therapieren kann, Therapieerfolg hat, die Symptome wieder weg sind, dann kommt es tatsächlich auch wieder zu einer Normalisierung der Hirngewebe. Von daher, die E-Message ist eine positive. An der Stelle muss man sagen, Therapie hilft. Ist auch, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Botschaft von dem, was Frau Davisch gerade gesagt hat. Wenn ich mich eben in so einer Situation befinde und habe das Gefühl, ich rutsche da an den Burnout oder vielleicht sogar an eine Depression, das ist nichts, was chronisch bleiben muss, sondern durch Therapie tatsächlich sich auch wieder ändern. Super, vielen Dank für diese Ausführung, Herr Professor Dr. Tischer. Wir haben noch eine, und zwar Roswitha fragt sich immer in Hab-8-Stellung, wenn sie sich eine Ruhepause gönnt, dann kommt leider sehr oft ein schlechtes Gewissen über die nicht erledigte Arbeit als Beispiel. Aber manchmal, ja, ist es für sie ganz schwer, überhaupt in die Gänge zu kommen, hat seit über 20 Jahren Schlafstörungen und ist manchmal auch sehr depressiv, nimmt aber keine Medikamente, weil sie ja davon einfach Angst hat und es ihr graust. Welche Tipps, Frau Davis, können wir denn hier geben?
Das sind ja eigentlich 5 Fragen in einem, deswegen muss ich auch 5 Antworten geben. Diese Halb-Acht-Stellung, das ist genau das, was der Herr Professor Tischer gerade erzählt hat, dass wenn ich dauerhaft chronischen Stress habe, dass Bereiche im Gehirn überaktiviert sind und die mir quasi immer sagen, ich muss hier aufpassen, es liegt eine Bedrohung vor. Das ist also ganz normal, dass man so reagiert auf dauerhaften Stress. Das ist aber sehr wichtig, dass man das versucht abzubauen. Ganz basal habe ich es ja gerade schon erzählt, über Sport und Entspannung kann ich meinem Körper schon ein bisschen wieder die beiden Pole geben und ihm helfen, runterzukommen. Irgendwann braucht man da aber Hilfe. Auf das Thema, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, das würde ich mal zurückstellen, weil da kommen wir gleich drauf, wie man genau mit solchen negativen Gedanken wie Schuld und schlechtem Gewissen umgeht. Das beantwortet sich dann vielleicht noch im Verlauf. Wenn nicht, sagen Sie es gern nochmal. Zu dem nächsten Teil. Schwer in die Gänge zu kommen, 20 Jahre Schlafstörung, depressiv. Das sind eigentlich depressive Symptome. Also diese Antriebsstörung, die man irgendwie dann hat, gerade morgens kommt man nicht in die Gänge oder wenn irgendeine Aufgabe vor allem ist, kommt man nicht in die Gänge. Depressive Symptome wie zum Beispiel gedrückte Stimmung und Schlafstörung, das sind eigentlich schon Teil einer mindestens leichten Depression. Wie schwer die jetzt ist, kann ich so aus der Ferne nicht beurteilen. Aber wie gesagt, da muss man nicht alleine durch. Da muss man auch nicht sofort Medikamente nehmen. Da würde ich einem Experten eigentlich die Wahl geben, wie man da reagiert, wenn sie sich da Hilfe suchen. Zum Beispiel erstmal an eine psychologische Beratungsstelle, weil man da einfach besonders schnell drankommt. Oder erstmal an den Hausarzt. Der kann sie dann zu einem Facharzt oder zu einem Therapeuten weitervermitteln. Und dann kann man gemeinsam beurteilen, wie schwer sind denn die Symptome. Die leichten und mittelschweren, die kann man manchmal schon über eine kleine Verhaltenstherapie zum Beispiel in den Griff bekommen, indem man einfach mit diesem schlechten Gewissen umgeht, indem man selbstfürsorglicher wird, indem man sich mehr Pausen gönnt. Wenn es aber schon eine schwere Depression ist, da ist es wirklich angeraten, Medikamente zu nehmen. Und wir kennen diese Sorgen aus dem Klinikalltag, dass viele da Angst vor den Medikamenten und den Nebenwirkungen hat. Es ist aber nicht so, dass wenn man ein Medikament nimmt und das hat jetzt Nebenwirkungen, dass die dann für immer bleiben. Ne? Also da kann man gemeinsam mit einem Arzt auch gucken, welches Schlafmittel oder welches Antidepressivum kann ich nehmen. Und wenn ich dann Nebenwirkungen habe, dann nehme ich das halt nicht mehr und dann probiere ich ein anderes. Und dann ist es nicht so, dass direkt ein Schaden entsteht. Und wir sind eigentlich sehr, sehr dankbar, gerade bei schweren psychischen Erkrankungen, dass wir Medikamente haben. Ohne die würde man gar nicht in eine Therapie kommen. Weil halt ja das Gehirn oft dann auch erstmal zumindest eine Zeit lang geschädigt ist, insofern, dass ich halt mich schwerer konzentrieren kann, vergesslicher bin, da kann man gar nicht Therapie machen. Da muss erstmal ein Medikament helfen, dass es einem ein bisschen besser geht und dann kann ich mir angucken, wie gehe ich denn mit dem schlechten Gewissen um. Also da kann man sich vielleicht auch gut beraten lassen und sowas mal probieren. Das hat keine langfristigen Konsequenzen. Ich kann es einfach dann gemeinsam mit dem Arzt wieder absetzen und was anderes probieren. Super. Ich hoffe, das hat auch erstmal gefallen. Vielen Dank. Jetzt habe ich aber noch zu diesen Ausführungen habe ich noch ganz kurz eine Frage. Sie sind gerade angesprochen, Frau Darmisch, Verhaltenstherapie. Wie komme ich an sowas? Macht das jeder Psychotherapeut, Psychologe oder das im Angebot? Oder gibt es da spezielle Adressen, wo man sich hinwendet? Ja, also prinzipiell ist es so, dass es in jedem Bundesland die kassenärztliche Vereinigung gibt. Das heißt, ich kann die kassenärztliche Vereinigung meines Bundeslandes googeln und dort gibt es ein Patiententelefon. Da kann ich mich hinwenden und sagen, ich suche einen Psychotherapeuten, ich komme aus der und der Stadt und dann können die einem da helfen. Das ist immer einfacher, als sich selber so durch den Wust im Internet zu klicken. Vor allen Dingen haben die auch immer eine Warteliste der Therapeuten, die gerade angegeben haben, kurze Wartezeiten zu haben, sodass ich dann auch bei jemandem lande, wo ich halt nicht 6 Monate warte, sondern vielleicht nur 2 oder 3. Dann darf ich auch Termine bei mehreren ausmachen. Ich kann mir auch erstmal 2, 3 angucken, ob das menschlich passt. Ich habe da bis zu 5 Gespräche, probatorische Gespräche am Anfang, um zu schauen, wie kommen wir irgendwie miteinander zurecht und dann beginnt man Therapie. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ich die Kriterien für eine psychische Erkrankung erfülle, weil ich eine besondere Belastungssituation habe oder depressive Symptome habe, bezahlt das die Krankenkasse. Ja, das heißt, da braucht man auch keine Scheu haben, dass man sich da selber in Unkosten stürzen will. Es gibt aktuell 2 Arten von Psychotherapie, die erlaubt sind. Das ist die kognitive Verhaltenstherapie oder Verhaltenstherapie und die Tiefenpsychologie. Da muss man so ein bisschen schauen, was besser zu einem passt.
Tiefenpsychologie hat so den Ansatz, wir schauen, was es in der Kindheit und in der Vergangenheit für Konflikte gab. Und wenn wir da helfen, die zu verarbeiten, dann klärt sich im Hier und Jetzt auch ganz viel. Während die Verhaltenstherapie eher im Hier und Jetzt direkt guckt, was sind die Probleme im Denken, in den Gefühlen und im Verhalten, was können wir machen, wie können wir damit anders umgehen. Ich selber bin kognitive Verhaltenstherapeutin, das werden Sie bei meinen Folien auch merken, wie ich so arbeite, können direkt vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, ob das eher was für Sie ist oder ob Sie sagen, nee, wir müssen eher ins Frühjahr gucken, dann wäre vielleicht ein Tiefenpsychologe eher was für Sie. Beides ist aber anerkannt, beides hilft. Super, vielen Dank. Also wir sind jetzt von den Fragen her soweit durch. Ich würde sagen, wir gehen in den zweiten Block und wenn sich noch Fragen ergeben aus dem ersten Block, kann man die ja im Nachgang beantworten. Ja, gerne. Der zweite Block. Resilienz. Ja, Frau Winkelmann, da gerne die zweite Umfrage, damit wir schauen, wie vertraut sind Sie überhaupt mit dem Thema. Können Sie mit dem Begriff Resilienz und resilienten Verhaltensweisen was anfangen? Nee, gar nicht, noch nie gehört oder ich habe ein bisschen was gehört, gelesen. Ich habe was gehört und verhalte mich auch so, da versuche es zumindest. Oder der Begriff ist mir vertraut, ich verhalte mich aber nicht so. Oder vielleicht haben wir sogar Leute hier, die sich auch schon regelmäßig in resilienten Verhaltensweisen üben. Das würde mich interessieren, ob das ganz neu ist oder schon bekannt. Okay. Ja, es ist von allem etwas dabei. Ein paar Experten haben wir hier scheinbar auch, aber die meisten, wenn ich das richtig sehe, sagen, na, ich habe es schon mal gehört, aber so richtig wissen, wie ich mich jetzt zu verhalten habe, tue ich nicht. Das ist ja ganz schön. Dann können wir Ihnen hier heute vielleicht so ein bisschen einen besseren Einblick geben, wobei wir irgendwie gestern auch schon überlegt haben, wenn das auch noch nicht tiefgründig genug ist, ob man vielleicht so ein Aufbauseminar, fortgeschrittenen Kurs oder so macht, anschließend an die heutige, an das heutige Seminar, wo man dann irgendwie nochmal konkreter in die einzelnen Verhaltensweisen und Strategien reingeht. Okay, schön. Gut, Resilienz. Was ist das überhaupt? Der Begriff leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet abprallen, zurückspringen. Auch da kommen wir dem Begriff schon ganz nah. In der Physik bedeutet es, dass ein Stoff sich verformen lässt und dann doch wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Wir nehmen hier als Beispiel immer gerne diesen Schwamm, den kennen Sie aus der Schule vielleicht, den kann man so richtig zusammenknautschen und wenn man ihn loslässt, dann ist sie sofort wieder wie vorher und hat überhaupt keinen Schaden genommen. Das ist eigentlich das, was Resilienz bedeutet. Bei Menschen heißt es also abgeleitet die Fähigkeit, meine psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten oder zumindest zurückzugewinnen, auch wenn schwere Lebensumstände vorlagen. Also die seelische Widerstandskraft einer Person gegenüber Stress. Ja. Resilienz bedeutet eigentlich dreierlei. Zum einen, dass man insgesamt seltener hinfällt, dass man resistenter ist gegenüber Konsequenzen von Stress. Das ist der Baum hier oben, der ist irgendwie jeden Tag der Witterung ausgesetzt, Wind und Wetter und trotzdem steht der gerade, blüht, ja, und nimmt quasi keinen Schaden. Das wäre ein Beispiel für Resistenz. Es bedeutet aber auch, dass ich leichter wieder aufstehe, dass ich quasi auch mal Schaden nehmen kann, dass es mir auch mal schlechter geht, dass ich natürlich Konsequenzen von Stress habe, aber dass ich mich wieder erhole. Das ist der Baum hier unten links, ne, der vielleicht bei einem Sturm umgeweht worden ist, wo die Äste abgebrochen sind, die Blätter weggeweht wurden und trotzdem nach einiger Zeit erhebt er sich wieder und wächst wieder von neuem. Das ist auch Resilienz, wenn ich mich also erhole. Und drittens, sich auch auf dem Boden weiter bewegen, also Rekonfiguration. Da sehen wir hier diesen Baum, der hat den Wind vielleicht nicht standgehalten, der da die ganze Zeit weht und ist deswegen so ein bisschen umgekippt. Aber der wächst einfach schief weiter. Ja? Der hat sich angepasst an die aktuelle Situation und hat einfach eine andere Form angenommen. Das ist auch Resilienz, wenn ich jetzt schaffe, mich an komplett neue Umstände irgendwie anderweitig anzupassen. Die Botschaft, die wir heute Ihnen eigentlich mitgeben wollen, ist, Resilienz ist trainierbar. Das ist nicht, der eine Mensch hat es und der andere nicht.
Und damit ist man auch nie fertig, sondern ein Leben lang kann ich immer wieder lernen, je nach Situation, je nach Strategie, je nach meinen Ressourcen und Kräften, mich selber resilient zu verhalten. Und es ist auch kein Hexenwerk. Es sind ganz einfache, teilweise kleine Dinge, die ich verändern kann, Verhaltensweisen, die ich üben kann und eine andere Grundhaltung, die ich zu den Dingen bekommen kann, dass es mir besser geht. Ich habe Ihnen mal das Resilienzmodell mitgebracht. Wir haben also einen Stressor, irgendein schlimmes Ereignis, einen Schicksalsschlag, irgendwelche Anforderungen, die erstmal das Gleichgewicht ja jeder Person eigentlich stören würden. Das heißt, erstmal steht man vor so einem Berg und dann kommt es sehr darauf an, welche Resilienzfaktoren habe ich selber, welche Ressourcen habe ich selber, welche Strategien kenne ich schon, wie gehe ich damit um, wie bewerte ich auch den Stress. Sie erinnern sich an die Folie wie entsteht Stress. Und dann kommt es zu einem Anpassungsprozess an diesen Stressor, an die stressige Situation. Wenn der erfolgreich verläuft, dann habe ich ein positives Entwicklungsergebnis. Dann kann ich damit umgehen, dann kann ich mein Problem lösen, mit der Situation irgendwie weitergehen und bin resilient. Und wenn der Anpassungsprozess nicht erfolgreich verläuft, dann habe ich eine Fehlanpassung, dann habe ich eine Fehlanpassung und ein negatives Ergebnis im Sinne von auf Dauer vielleicht Burnout-Symptome, psychische Störungen, mir geht es einfach nicht gut. Und genau um diese Resilienzfaktoren soll es gehen. Also darum, dass Sie lernen, das hier zu stärken, damit der Anpassungsprozess in der Regel erfolgreich verlaufen kann. Wir haben Ihnen hier mal die Resilienzmechanismen mitgebracht. Das heißt, in zahlreichen Studien und Untersuchungen hat man sich angeschaut, was machen denn die Menschen, die irgendwie mit einem Schicksalsschlag umgehen lernen, anders als andere und was scheinen so die Dinge zu sein, die einen schützen davor, die einem helfen, sich wieder zu erholen und nicht irgendwie psychisch krank zu werden. Und das sind ein aktiver Umgang mit den eigenen Emotionen. Das sind die Begriffe Akzeptanz und Achtsamkeit. Das ist vor allen Dingen soziale Unterstützung, dass ich auch soziale Ressourcen habe. Das ist eine Flexibilität im Denken, ein aktives Problemlösen, das heißt, die eigenen Probleme auch anzugehen, dass ich mich selbstfürsorglich verhalte, dass ich einen guten Selbstwert habe, dass ich optimistisch und realistisch bin, dass ich eine Selbstwirksamkeitserwartung habe, das heißt auch mir zutraue, Probleme anzugehen und zu lösen und dass ich Werte, Ziele und einen Sinn im Leben sehe. Und vor allen Dingen im Umgang mit chronischen, progredienten Erkrankungen sind es bestimmte Mechanismen, die besonders wichtig sind, auf die ich jetzt auch besonders eingehen will. Das ist der aktive Umgang mit Emotionen, weil es halt emotional ist. Das sind Akzeptanz und Achtsamkeit, weil es halt Dinge sind, die sich nicht verändern lassen, mit denen ich irgendwie leben muss. Das ist soziale Unterstützung, damit ich nicht alleine bin. Das ist Selbstfürsorge, damit ich auf mich achte in all dem, dass man ja viel dann gerade als Angehöriger vielleicht auch auf die betroffene Person achtet und sich selber so ein bisschen vernachlässigt. Und es ist Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt das Gefühl, trotz dieses Schicksalsschlags Dinge noch selber in der Hand zu haben und Dinge verändern zu können. Im Folgenden will ich jetzt quasi auf die einzelnen Resilienzmechanismen eingehen, weil die erstmal so sperrig und theoretisch sind, damit Sie irgendwie einen Einblick bekommen, was das genau meint. Als Erstes, der aktive Umgang mit Emotionen bedeutet, dass ich, wenn ich ein Gefühl habe, auch erkenne, welche Botschaft oder welche Funktion dieses Gefühl jetzt hat, warum ich mich jetzt so fühle. Exemplarisch habe ich ein paar mitgebracht, bei Freude, das sagt mir natürlich, das hier tut mir gut und ich will mehr davon. Wenn ich mich ärgere, bedeutet das, hier sind irgendwie meine Rechte oder meine Normen oder meine Regeln verletzt worden und das gefällt mir nicht, das will ich so nicht. Wenn ich mich ängstige, dann bedeutet das, hier droht mir eine Gefahr oder mir droht hier ein Verlust, ne, den ich eigentlich, was ich nicht will, was ich irgendwie verhindern will. Und wenn ich traurig bin, bedeutet das natürlich, ich habe jemanden verloren oder etwas verloren und darüber trauere ich. Wenn ich mich schäme, ist es so, dass ich davon ausgehe, ich habe jetzt die Regeln oder die Rechte anderer verletzt und dass das nicht okay von mir war. Und ein aktiver Umgang mit Emotionen besagt, dass Sie, wenn Sie ein Gefühl wahrnehmen, überlegen, welches Bedürfnis steckt jetzt hier hinter und welchen Handlungsimpuls habe ich und da auch nachgehen und nicht einfach so über das Gefühl hinweggehen quasi, sondern auch schauen, dass Sie Ihr Bedürfnis erfüllen in der Situation.
Und aktiver Umgang bedeutet auch, dass ich Emotionsregulation praktiziere. Das heißt, dass ich mein Gefühl auch wahrnehme. Es gibt viele Menschen, die überhaupt nicht wissen, wie es ihnen geht, wenn man sie fragt. Also, dass man auch lernt, dahin zu gucken überhaupt und dann aktiv mit den eigenen Gefühlen umgeht, also die auch beeinflusst. Ich habe Ihnen hier mal einige Emotionsregulationsstrategien mitgebracht. Das sind sowas wie Verdrängung, Vermeidung, Grübeln, aber auch Akzeptanz, Neubewertung und drüber sprechen. Das klingt jetzt so, als seien das drei negative und drei positive, aber so ist es gar nicht. Die verschiedenen Strategien können in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich hilfreich sein. Und wichtig ist, dass man da flexibel ist, dass man nicht immer verdrängt, aber dass man auch nicht immer direkt irgendwie von den Emotionen überwältigt wird und darüber spricht, sondern dass man da eine Flexibilität lernt. Also wenn ich zum Beispiel morgens erfahre, es gab irgendwie ein schweres Ereignis, ein Angehöriger hat irgendwie erfahren, dass irgendwelche Werte nicht stimmen beim Arzt, ich weiß aber, dass ich erst heute Abend mit dem sprechen kann und ich muss vorher noch arbeiten, dann macht Verdrängung für den Moment Sinn, dass ich jetzt am Tag mich ablenke, das verdränge und mich auf das konzentriere, was wichtig ist, weil ich erst heute Abend dazu komme, mich damit auseinanderzusetzen. Langfristig sorgt Verdrängung aber dafür, dass ich mich quasi meinen Emotionen ja gar nicht stelle und ja, quasi immer nur damit beschäftigt bin, die Emotionen zurückzuhalten, das ist dann nicht mehr günstig. Ne? Dann ist es günstiger, darüber zu sprechen und sich das anzuschauen. Da muss man aber flexibel sein. Da kann einem alles sinnvoll sein. Genau, Achtsamkeit. Was ist das überhaupt? Auch so ein Begriff, der ganz oft verwendet wird. Das ist das Achtsamkeitsdreieck. Das besagt quasi, Achtsamkeit besteht aus drei Komponenten. Zum einen im Hier und Jetzt sein. Also jetzt zum Beispiel in diesem Seminar zu sein, darüber nachzudenken, was wir hier besprechen und nicht parallel daran denken, was muss ich heute noch einkaufen, wer kommt heute Abend zu Besuch und was habe ich überhaupt morgen noch im Haushalt zu tun. Ne, das ist eine Komponente von Achtsamkeit. Dann sich innerlich beobachten. Also einfach mal schauen, was passiert hier überhaupt, in welcher Situation bin ich, wie geht es mir, was ist hier überhaupt los. Und dabei, das ist die dritte Komponente, bewertungsfrei zu bleiben. Also sowohl negative als auch positive Gedanken und Gefühle wahrnehmen und erstmal nur wahrnehmen, dass sie da sind. Ne? Also wenn jetzt der Gedanke kommt, ach, ich verstehe jetzt hier Achtsamkeit trotzdem nicht, dass man dann sagt, ja, da war jetzt der Gedanke, ich habe es noch nicht verstanden und nicht direkt sich abwertet oder das Seminar dafür abwertet, dass man diesen Gedanken hatte. Das Ziel von Achtsamkeit ist, dass ich quasi im Hier und Jetzt lerne zu bleiben, nicht schon irgendwie, wie das Männchen das hier macht, mich mit den Sorgen von morgen beschäftige, an die Arbeit denke oder an irgendwelche Probleme, sondern dass ich quasi jetzt hier mit meinem Hund spazieren bin, den Wald betrachte, die Sonnenstrahlen wahrnehme und so weiter. Achtsamkeit ist also zum einen eine Feinfühligkeit der Eigenwahrnehmung, das heißt, beobachten lernen, was bei mir überhaupt passiert. Dann die Zustände annehmen, die ich bemerke, die Gedanken, Gefühle und Körperreaktionen erstmal erlauben, dass sie jetzt da sind und nicht versuchen, die wegzumachen. Dass ich auch die akzeptiere und loslasse, statt immer versuchen, das wegzuschieben. Also gerade negative Gefühle nicht immer versuchen, direkt unter Kontrolle zu bringen. Dass ich ein Vertrauen habe darin, dass auch zum Beispiel negative Gefühle auch wieder weggehen. Dass wenn ich jetzt die Angst zulasse, dass das nicht bedeutet, dass ich für immer in dieser Angst bleibe, sondern dass der Körper da auch gegenreguliert und es auch wieder andere Phasen gibt. Und dass ich auch ein Mitgefühl und Verständnis für mich selber entwickle. Und das ist, glaube ich, das, was besonders wichtig ist, weil es viele Menschen nicht können. Dass ich da lerne, für mich selber Verständnis zu haben, naja, ich war halt aber auch jetzt gestresst und ich war jetzt wütend und deswegen habe ich das und das gesagt. Auch das ist trainierbar, das ist die schöne Botschaft. Es ist nicht einfach, aber man kann es lernen, wenn man dranbleibt. Es ermöglicht mir dann, selber zu bestimmen, ich habe jetzt das gedacht und das gefühlt, will ich jetzt darauf reagieren oder nicht. Nachweislich erhöht es mein Entspannungslevel, meine Konzentrationsfähigkeit und mein Selbstbewusstsein. Und es gibt formelle und informelle Übungen, die Sie ganz selbstständig, je nach Ihrem Alltag passend durchführen können. Formelle Übungen sind, wenn Sie sich wirklich das vornehmen und ein Zeitfenster nehmen, um zum Beispiel eine Atementspannungsübung durchzuführen oder eine Meditation durchzuführen. Aber es gibt auch informelle Übungen, die ich quasi super in den Alltag integrieren kann. Zum Beispiel, ich stehe im Stau und 90% der Menschen wird es wahrscheinlich so gehen, die haben einen Termin, stehen im Stau und regen sich auf, ne? Sind irgendwie nervös, angespannt, wollen zum Termin, denken schon an die Konsequenzen, was ist, wenn ich jetzt zu spät komme. Aber das ist ja wirklich ein Zustand, der lässt sich überhaupt nicht ändern.
Und dann einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich bin im Stau. Ich merke, ich bin ganz wütend, ich bin ganz unruhig. Ich schaue mich mal um, überall Autos und ich bin jetzt mal hier und jetzt und denke jetzt mal nicht an den Termin. Das kann schon ganz viel helfen, auch wenn es sehr schwierig ist. Das gebe ich zu, das zu üben. Kognitive Flexibilität bedeutet, dass ich im Denken flexibel anpassungsfähig bleibe. Zum einen, dass ich je nachdem, was für eine Situation kommt, meine Gedanken und Verhaltensweisen anpassen kann. Zum anderen, wenn ich merke, ich komme jetzt hier mit irgendeiner Strategie nicht weiter, die auch verwerfen und eine neue probieren kann. Also zum Beispiel sowas wie, ich bewerte eine sehr ungünstige Überzeugung neu, ich versuche mal auch in einer ganz schlechten Situation das Gute zu sehen, ich übe mich in Akzeptanz, ich versuche mal die Perspektive von jemand anderem einzunehmen oder versuche eine andere Lösungsstrategie durchzuführen oder frage jemanden nach einer anderen Idee oder Lösungsstrategie. Eine Form, flexibel im Denken zu bleiben, ist, sich selber mal bei so ganz ungünstigen Gedanken zu erwischen. Deswegen würde ich Sie einladen, fragen Sie sich doch einmal einen Moment selbst, ob Sie erhöhte Ansprüche an sich selber stellen und ob Sie mit zweierlei Maß messen, also ob Sie sich oft dabei erwischen, dass Sie mit sich selber zum Beispiel strenger sind als mit anderen Leuten. Welchen Erwartungen Sie irgendwie immer hinterherlaufen, an sich selber oder an die Umwelt und ob die vielleicht zu hoch sind, ob man da vielleicht die Erwartung ändern kann. Ob Sie zum Generalisieren neigen, ob Sie so Wörter benutzen wie nie oder immer oder gar nicht oder ob Sie Etiketten vergeben, weil Sie zum Beispiel irgendein Problem nicht lösen können, sich selber direkt als Versager bezeichnen. Ob Sie oft das Wort müssen bedeuten, statt wollen oder sollen oder mögen. Das ist auch so ein Wort, was einen so richtig einengt. Ob Sie negative Annahmen haben vom Leben oder von sich oder von der Welt und ob die überhaupt gerechtfertigt sind. Welche Auswirkungen diese Annahmen dann auch für Sie in Ihrer Umwelt haben, ob die Sie in Ihrem Verhalten und in Ihrem Denken negativ beeinflussen. Und ob sich gewisse Sorgen, Probleme und Konflikte wiederholen und ob Sie da irgendwas anders machen könnten oder jemanden um Hilfe bitten könnten. Das ist eine Möglichkeit, um so ein bisschen flexibel im Denken zu bleiben und sich zu reflektieren. Aktives Coping, aktives Problemlösen ist auch ein Resilienzmechanismus, der gefunden werden konnte. Was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass ich mein eigenes Leben in die Hand nehme, dass ich quasi Ziele überlege und da an Energie aufbringe und engagiert bin, um diese Ziele auch zu erfüllen und dass ich mich Problemen aktiv stelle und Lösungen suche. Das heißt, ich analysiere erst das Problem, was ich habe, überlege mir, wo ich hin will, sammle verschiedene Lösungsstrategien, probiere die aus, bewerte die, frage andere um Hilfe, ob sie eine bessere Idee haben und achte dabei darauf, dass ich zukunftsorientiert bleibe, dass ich nicht zu sehr Schuldzuweisungen vornehme oder grüble, sondern dass ich wirklich überlege, okay, ich habe hier ein Problem, wie komme ich da raus und nicht das Problem die ganze Zeit umkreise. Dass man dabei aber versucht, realistisch zu bleiben. Ja? Also nicht versucht, Dinge zu kontrollieren, die man gar nicht kontrollieren kann. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und dass ich mir Ziele überlege, die auch in meiner Macht liegen. Dass ich diese Ziele versuche, konkret zu formulieren, damit ich auch weiß, wo will ich genau hin. Und dass ich dann mich nicht erst belohne, wenn ich ankomme, sondern auch dafür, dass ich überhaupt angefangen habe. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sich mehr bewegen will, nicht erst belohnt, wenn man 5 Kilo abgenommen hat, sondern dafür, dass man halt jetzt abends nochmal einen Spaziergang gemacht hat. Das ist diese SMART-Regel hier unten. Ziele sollten spezifisch formuliert sein, messbar sein, attraktiv, realistisch und zeitlich terminiert, damit man sie auch erfüllen kann. Selbstfürsorge. Was ist das überhaupt? Das ist ein liebevoller Umgang mit sich selber und den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Fähigkeiten und Gefühlen. Das bedeutet konkret körperlich, dass man auf sich achtet, dass man, wenn man was hat, zum Arzt geht, dass man zu Vorsorgeuntersuchungen geht, dass man sich ausgewogen ernährt und bewegt und auf Entspannung achtet. Ne? Sympathikus, Parasympathikus. Emotional, dass man seine Gefühle und Bedürfnisse wahrnimmt, darüber spricht und die auch durchsetzt. Und dass man sich selber auch Zeit im Leben nimmt, um sich Freude und Spaß zu bereiten. Intellektuell, dass man sich mit sich selber und dem Leben auseinandersetzt, sich selber auch mal lobt, erhöhte Ansprüche identifiziert und versucht abzubauen. Sozial, dass man sich mit lieben Menschen umgibt und nicht mit Menschen, die mir nicht gut tun, aus Pflichtbewusstsein heraus, dass man neue Kontakte knüpft, wenn man sie braucht und dass man Konflikte anspricht und seine Beziehung pflegt. Und spirituell, dass ich halt über meine Werte und Lebensziele nachdenke und die klar habe und versuche, optimistisch zu bleiben. Das ist also so selbstfürsorge definiert.
Selbstwertgefühl, was ist das überhaupt? Das ist der Wert, den ich mir selber gebe, meistens im Vergleich zu anderen. Und evolutionär war der Selbstwert sehr wichtig, weil wenn ich quasi überlegt habe, welchen Wert habe ich für die Gruppe, dann erhöht es auch die Chance, dass die Gruppe mich da sein lässt, ne? Dass ich weiterhin zugehörig bleibe. Und wenn ich in der Gruppe zugehörig war, hat es meine Überlebenschancen erhöht, weil ich halt alleine gegen den Säbelzahntiger vielleicht keine Chance hatte, aber zu zehnt eben doch. Heutzutage ist das gar nicht mehr so nötig, ne? Also wenn man in Deutschland lebt und in so einem System wie hier, da braucht man keine Angst mehr haben zu sterben, wenn man nicht zu einer Gruppe gehört. Und dennoch ist das was ganz Altes, was wir immer noch innehaben und was jetzt mittlerweile häufig gekoppelt ist dann an Leistung, ne? An für die Gesellschaft irgendwas leisten, Arbeitsleistung, an das eigene Aussehen oder die Meinung anderer. Ne? Was muss ich, damit ich was wert bin? Und da würde ich Sie einladen, sehen Sie sich selber doch einfach mal als ein Eis. Sie können ja mal überlegen, was ist Ihr Lieblingseis und welches Eis mögen Sie überhaupt nicht? Ich persönlich mag Stracciatella-Eis total gerne und ich mag Schokolade gar nicht, was sehr untypisch ist. Ne? Viele Menschen mögen Schokolade gerne. Und wenn man sich dann überlegt, ich bin nur ein Stracciatella-Eis und manche Leute kommen in die Eisdiele und die mögen halt Stracciatella-Eis, sie kaufen mich dann und in manchen Situationen ist Stracciatella-Eis genau das, was man braucht. In anderen Situationen kauft jemand aber lieber Schoko-Eis und will halt kein Stracciatella-Eis. Teller-Eis und das ist gerade nicht so passend. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Eis jetzt schlechter ist als ein anderes. Ne? Das ist einfach nur der Geschmack, der des jeweiligen Menschen geschuldet ist und der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und wenn man so versucht, sich selber einfach als ein Eis zu sehen und sagt, ich bin nur ein Mango-Eis und manche Menschen mögen Mango-Eis und in manchen Situationen ist Mango-Eis das Richtige und manchmal nicht, dann kommt man so ein bisschen mehr zu der Überzeugung, alle Menschen sind gleichwert, halt unterschiedlich. Ne? Das finde ich immer ganz hilfreich. So, zwei haben wir noch. Realistischer Optimismus. Was ist das überhaupt? Das ist der Glaube, dass sich die Dinge zum Positiven wenden, aber dabei nicht naiv sein, sondern die Realität wirklich berücksichtigen und sich damit auseinandersetzen. Das heißt, ich konzentriere mich auf die positiven Aspekte einer Situation. Was habe ich hier noch für Chancen? Was kann sich noch zum Guten wenden? Aber dabei bin ich kritisch, realistisch. Schaue mir meine Möglichkeiten und Grenzen an, gebe auch zu, wenn ich irgendwas nicht mehr kann, wenn ich irgendwo Hilfe brauche, wenn irgendwas sehr negativ ist. Ich nehme die Realität ernst, ich nehme Warnzeichen ernst, erkenne Gefahren frühzeitig und habe aber ein Vertrauen darin, dass es wieder werden wird, dass ich oder andere Menschen oder die Welt mir helfen werden, dass es auch wieder eine gute Phase gibt. Das ist quasi die Definition davon. Und dann haben wir noch, wir haben jetzt noch zwei, Selbstwirksamkeit. Was ist das überhaupt? Das ist die eigene Erwartung, dass ich eine Situation bewältigen kann, dass ich die Kompetenz habe, ein Problem überhaupt zu lösen, indem ich mir selber Feedback gebe, indem ich mich selber wertschätze, mir auch mal vertraue, indem ich mir überlege, was habe ich in meinem Leben schon geschafft, was sind meine Stärken, warum glauben denn andere vielleicht an mich, vielleicht kann ich deswegen auch mal an mich glauben. Und dass ich Probleme als Herausforderung sehe und nicht als Hindernisse. Und auch wenn ich um Hilfe bitte, bin ich ja in dem Moment selber wirksam. Also ich habe ja dann was dafür getan, dass ich das Problem bewältige. Oder indem ich zugebe, dass ich es nicht alleine kann. Und das Letzte, Werteorientierung und Sinn, hat man auch gefunden, dass das resilient macht. Dass man sich überlegt, was sind die persönlichen Leitprinzipien, die ich habe, was ist mir im Leben wichtig und was ist für mich für ein erfülltes Leben wichtig. Das kann Religiosität oder Spiritualität sein, das können aber auch so persönliche Werte sein, wie liebe Menschen um sich haben, die Welt sehen, Kinder bekommen, Gutes tun, das Leben genießen und so weiter. Und es hilft, die eigene Position zu vertreten, motiviert zu bleiben, Entscheidungen zu treffen und einen Sinn im Leben zu haben, wie so ein innerer Kompass, der mir quasi den Weg sagt, damit ich mich nicht in all den Problemen und der ganzen Welt irgendwie verliere. Genau, das waren die Resilienzmechanismen, dass man erstmal so eine Vorstellung davon hat, was überhaupt die Dinge sind, die einen resilienter machen. Herr Mayer, gibt es da Fragen? Ja, zurzeit eine. Die Corinna möchte wissen, wahrscheinlich viele andere auch, sie spricht mit Sicherheit aus vielen aus der Seele. Gibt es denn diese Folien über die Resilienz zum Nachlesen für zu Hause? Das wäre sehr toll. Es wäre schlimm, wenn ich Ihnen abverlangen würde, dass Sie das alles im Gedächtnis behalten. Also die Folien schicke ich gerne danach. Sehr. Und es gibt ja auch eine Aufzeichnung von dieser Präsentation, sodass man da alles nochmal in Ruhe mit Zeit nachlesen und probieren kann.
Sehr schön. Noch ja, eine Frage es, zu dem. Genau. Gibt es weitere Fragen? Hier der Aufruf dazu. Bisher nicht. Hat man noch einen kleinen Moment? Aber mir fällt direkt noch eine Frage ein. Wie schaut denn das aus? Also das ist jetzt, wir haben sehr, sehr viel gelernt, ganz tolle Aspekte. Wie schaut denn das in der Praxis aus? Können wir vielleicht auch als Zukunft DHH uns mal überlegen, ob man so einen Workshop mit Ihnen direkt anbietet? Dass man sagt, Mensch, wir trainieren das für Leute, für Angehörige, die Interesse haben. Wäre sowas möglich? Herr Tischer, wollen Sie? Gut, ja, also so ein paar Aspekte will ich ja gleich noch nennen und trotzdem gebe ich Ihnen recht, dass so eine theoretische Einführung nicht reicht. Ne? Also das muss man so ein bisschen tiefer machen, vielleicht auch mit Hilfe von persönlichen Beispielen gemeinsam. Also da bin ich offen und ich denke, der Herr Tischer ist da auch offen, dass wir da auch mal einen Workshop machen, wo man quasi zu diesen einzelnen Resilienzmechanismen wirklich nochmal in Ruhe eine Fragerunde macht und dann irgendwie, persönliche Beispiele nimmt, Situationen, die irgendwie persönlich relevant sind und da mal versucht, wie können wir das denn jetzt anwenden konkret. Ja, ja. Sehr gut. Das geht ja auch Hand in Hand letztlich, muss man sagen, mit unserem gemeinsamen Projekt, ne, ja. Mit der DHH, das wir haben, Sie hatten es eben angesprochen, Herr Meyer, wo wir genau sowas dann auch aufbauen wollen, was wir dann immer mal wieder machen können, im Sinne eines Seminars, beziehungsweise dann auch im Sinne eines über mehrere Termine gehenden Workshops. Und da ist es natürlich schon sinnvoll, denke ich, dass wir zwischendrin in dem Schritt oder in den Schritten dorthin immer wieder auch kleine Workshops machen, wo wir dann Einzelteile davon mit Ihnen zusammen erproben, weil wir es ja auch spezifisch haben wollen. Wir wollen das ja nicht in Anführungsstrichen einfach nur ganz allgemein haben, sondern auch eben in Bezug auf die Huntington-Krankheit. Genau, wir planen da ja ein Resilienztraining anzubieten, für spezielle Zielgruppen in verschiedenen Stadien, dass wir einfach gucken, wie wir da die Resilienz trainieren können. Und deswegen ist es uns auch heute ganz wichtig, dass wir irgendwie ein Feedback bekommen. Ne? Was ist irgendwie hilfreich? Was sind die Resilienzmechanismen, die besonders schwierig umzusetzen sind oder die besonders schwierig zu verstehen sind? Welche Übungen waren aber vielleicht total hilfreich? Genau. Ja. In der Zwischenzeit sind nur zwei Fragen eingetrudelt. Und zwar, der Richard fragt, mir scheint, dass die Resilienzförderung manchmal dazu führt, die neoliberale Förderung nach Selbstoptimierung durchzusetzen und die Umstände, die zu meinem Stress führen, in mich selbst zu verlegen, anstatt die äußeren Umstände verändern zu helfen. Ja, kann ich, übernehme ich gerne die Antwort drauf. Also das ist tatsächlich etwas, was wir ganz viel diskutiert haben. Vielen Dank auch für die Frage, weil es mir die Möglichkeit gibt, das wirklich zu verneinen. Also gerade als wir 2015 dann das Deutsche Resilienzzentrum hieß es damals noch, wir sind ja jetzt seit 2020 das Leibniz-Institut für Resilienzforschung gegründet haben, ist die Frage immer wieder aufgekommen und die ist natürlich berechtigt, soll das, was wir hier zeigen, nur dazu dienen, sich selbst besser zu machen und allem zu widerstehen, sich robust zu machen, sich zu stellen und alles dem Individuum zu übergeben und zu sagen, es gibt eben einfach gar keine Grenzen. Das eben ist nicht so, definitiv nicht. Unser Ziel ist tatsächlich zum einen, wenn wir nochmal auf die Individualebene gehen, auch rauszubekommen. Und da ist ein ganz großer Teil unserer psychologischen und neurobiologischen Forschung, den wir da investieren, dabei zu schauen, wer sind denn die Menschen, die eben besonders empfindsam sind, besonders gefährdet sind gegenüber dem Stress, die dann eben auch dazu neigen, längerfristig Probleme zu entwickeln, Burnouts, Depressionen, all das haben wir gerade gesagt. Also letztlich im Prinzip Zeichen dazu wird zu finden, Marker, ne? Prädiktoren nennen wir das, und würden uns eben gerne diesen Menschen zuwenden. Uns geht es hier nicht um die Gießkanne. Wir wollen nicht alle trainieren, sondern wir wollen tatsächlich das für die Menschen auch entwickeln und machen, die besonders belastet sind. Das ist eine. Wir arbeiten aber, das ist vielleicht auch noch das andere Wichtige, eben als
Leibniz-Institut nicht nur an der Verhaltensprävention, so nennt man das, wenn man sich mit dem Individuum beschäftigt. Und das haben wir eigentlich die ganze Zeit jetzt besprochen, was kann ich an meinem eigenen individuellen Verhalten tun, sondern auch an der sogenannten Verhältnisprävention. Was bedeutet das? Das ist das, wenn ich eben sage, es hat Grenzen, ja, was ich verändern kann als Individuum und wo muss ich die Umstände verändern, damit die für mich als Mensch auch weiter lebbar sind. Ob das beispielsweise dann die Stressbelastung am Arbeitsplatz ist, ja, oder ob das die Belastung tatsächlich durch Umweltfaktoren ist. Was ganz Spannendes, was wir hier in der Gegend, sitzt ja gerade hier in Mainz, jetzt ja erleben durch die Corona-Krise. Das Positive ist, dass unser Fluglärm ganz entscheidend weniger geworden ist. Ja, das ist ein Teil von Verhältnisprävention, das muss man ganz klar sagen. Hat natürlich auf der einen Seite auch ganz große Folgen. Ich meine, die armen Menschen, die in dem Metier arbeiten, die finden das natürlich nicht gut. Ja, das ist ganz klar. Andererseits, wie gesagt, sind es die Verhältnisse und eine Waage zu finden, dort eben Empfehlungen zu entwickeln, für die Gesellschaft, das ist auch Teil unserer Aufgabe. Also sagen ganz klares Nein dazu. Wir wollen hier nicht den optimierten Menschen, überhaupt nicht. Genau, und meine Message soll auch nicht sein, das müssen Sie jetzt alle tun, damit Sie stressgewachsen sind, sondern einfach nur, das kann man tun, um Umständen, die nicht veränderbar sind, in denen man aber irgendwie will oder muss, dass man sich da besser fühlt, dass es einem nicht so schlecht geht. Das ist eigentlich die Botschaft. Aber ich sehe auf keinen Fall die Aufgabe dann nur bei den jetzt hier anwesenden Personen. Vielleicht die beiden anderen Fragen, die jetzt noch da sind, da Resilienzentwicklung ein Prozess ist, wo bekomme ich längerfristig Unterstützung oder Training? In der Tat sind wir dabei, noch eben Trainings zu entwickeln, aber es gibt tatsächlich schon Dinge in Anführungsstrichen am Markt. Das sind entweder kleine Module, so wie die Tanja Davis das gerade erwähnt hat, ne, dass die Technikerkrankenkasse beispielsweise wirklich hervorragende Entspannungsmodule anbietet online, die Sie einfach runterladen können. Das ist das eine. Das andere ist, dass tatsächlich Kollegen von uns aus Mannheim, der Martin Bohus vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit, schon vor längerem mit der AOK zusammen ein Programm entwickelt hat. Das nennt sich Lebe Balance. Vielleicht haben einige davon schon gehört, dass in der Tat jetzt auch evaluiert wurde. Die Ergebnisse sind immer noch nicht draußen. Schade eigentlich, aber sie sind sehr positiv. Das ist ein Programm, das ich auch als Nicht-AOK-Mitglied gegen einen relativ geringen Schutzbetrag auch von der AOK, von der Homepage bekommen kann. Also das kann ich sehr uneingeschränkt empfehlen. Ein weiteres Programm, was Sie auch jetzt schon benutzen können, ist aus einem von der Europäischen Union geförderten Projekt entstanden, das der Kollege Dirk Lehr an der Hochschule in Lüneburg gemacht hat. Da einfach Dirk Lehr, der schreibt sich mit wie die Lehre mit L-E-H, also L-E-H-R, gemacht hat. Da geht es um das Thema Dankbarkeit. Das haben wir jetzt noch gar nicht so aufgegriffen hier. Das ist aber ein schönes Modul, ein schönes Training, wie ich Dankbarkeit in meinen Alltag einbaue und darüber Resilienz trainiere. Also das wären so einige Empfehlungen. Dritte und last but not least unsere eigene, die wir über die Homepage des LIRS haben. Wenn Sie einfach LIR Mainz googeln, kommen Sie auf dem ersten Link an uns. Da haben wir gleich auf der ersten Seite auch direkt Corona bezogen, aber das ist ja nicht nur Corona-spezifisch, aber Corona bezogen Links zu einem Trainingsprogramm, das Sie auch direkt mitmachen können, wenn Sie das möchten. Und dann hatte ich, glaube ich, noch eine andere Frage, wo ich auch dachte, kann ich das beantworten? Ja, genau, das die Frage zum Manual für Huntington zum Thema. Das ist in der Tat unser Projekt. Das ist genau das, was die Frau Davisch und ich mit der Stiftung der Deutschen Huntington-Hilfe jetzt gerade entwickeln wollen. Das Manual besteht nicht, aber dahin wollen wir. Und wir wollen eben etwas entwickeln und vielleicht auch da nachher noch mal die Rückmeldung. Corona hat vieles geändert, aber jetzt machen wir eben ein Online-Seminar. Wir denken darüber nach, das eben wirklich auch im Online-Format hinzukriegen, damit es möglichst für viele Menschen eben auch erreichbar ist. Genau das wollen wir entwickeln und helfen Sie uns dabei. Ja? Geben Sie uns eine Rückmeldung dazu, wie war das heute?
was haben Sie davon mitgenommen, was fehlt. Und das ist eben ein Prozess in vielen Schritten, wo sich die Frau Davisch und ich jetzt auf den Weg gemacht haben, das zu entwickeln mit Ihnen zusammen. Super, vielen Dank für diese Ausführung und die Beantwortung der doch intensiven und interessanten Fragen auch. Ja, wir können weitermachen, denke ich mal, mit dem letzten Block. Erstmal vielen Dank bis dahin und jetzt sind wir gespannt auf den letzten Block und freuen uns auf neuen Input. Frau Davisch. Ja, mit Blick auf die Zeit muss ich sagen, ich werde überziehen. Also nicht viel, aber es wird vielleicht irgendwie Viertel vor werden oder so, nur als Warnung. Genau, ich habe jetzt einfach noch ein paar praktische Beispiele, Übungen, die Sie im Alltag immer mal wieder einsetzen können und Geschichten mitgebracht, dass man sich irgendwie noch ein bisschen besser unter einzelnen Resilienzmechanismen was vorstellen kann. Erstmal, warum machen wir das überhaupt? Wir haben mit vielen Angehörigen und Betroffenen gesprochen und haben dann solche Sätze gehört, dass sie gesagt bekommen von den Ärzten oder Behandlern, sie müssen die Dinge einfach akzeptieren, sie müssen sich nicht so viele Gedanken machen, sie müssen einfach weitermachen, sie müssen ihre Bedürfnisse zurücknehmen, aber irgendwie auch besser auf sich achten und das Leben trotzdem genießen. Und das dann einfach die große Frage ist, ja, aber wie soll ich das denn machen? Das ist eigentlich das, wo wir dann am Ende hoffen, mal ein Manual zu haben, in dem wir da ihnen so ein bisschen unter die Arme greifen können. Als erstes habe ich mir das Thema Kontrolle und Akzeptanz vorgenommen und möchte Ihnen eine kleine Geschichte vorlesen, die Geschichte vom betrunkenen Onkel oder was ich kontrollieren kann. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihre Familie und Ihre besten Freunde zu einer Feier bei sich zu Hause eingeladen. Sie haben alles sorgfältig geplant, damit alle eine schöne Zeit haben. Es gibt guten Wein, es gibt leckeres Essen und tolle Musik. Dummerweise hat sich Ihr Großonkel väterlicherseits, der gerne mal zu viel trinkt, selber auch eingeladen. Er ist zwar ganz nett, aber seinen Alkoholkonsum hat er leider nicht unter Kontrolle. Sobald er ein paar Gläschen Wein intus hat, grölt er über völlig unangemessene Themen herum, trägt ihren Lampenschirm als Hut und macht sich selber zum Affen. Und weil sie sich Sorgen machen, was er wohl diesmal wieder anstellen wird, verwenden sie all ihre Energie und ihre Zeit an dem Abend darauf, ihren Großonkel im Auge zu behalten. Sie folgen ihm überall hin. Sie versuchen ihn davon abzuhalten, auf ihre Freunde und Verwandte einzureden. Sie tauschen heimlich sein Weinglas gegen ein Wasserglas aus. Und als auch das nicht hilft, werfen sie ihn nach einer Weile einfach raus. Natürlich ärgert ihn das und er wird noch schwieriger. Das Ganze endet in einem riesigen Streit, bei dem er rumschreit und sie dann auch herumschreien und die Party ist leider viel zu früh gelaufen. Was wäre geschehen, wenn sie ihren Großonkel einfach in Ruhe gelassen hätten und über seine Marotten nur leicht mit der Schulter gezuckt hätten? Wahrscheinlich hätte er sich blamiert. Und wahrscheinlich wäre er auch manch einem auf die Nerven gegangen. Aber wäre er vielleicht nach einiger Zeit hinter dem Sofa eingeschlafen? In der Zwischenzeit hätten sie und ihre Gäste eine schöne Feier gehabt, nachdem sie sich nur kurz darüber aufgeregt hätten, dass er sich schon wieder lächerlich gemacht hat. Ihre Party wäre vielleicht trotz allem ein richtiger Erfolg. Das ist irgendwie das Erste, was ich Ihnen zum Thema Kontrolle mitgeben will. Manchmal ist quasi der Versuch, dann Probleme unter Kontrolle zu bekommen, für Sie noch belastender und vielleicht ein zusätzliches Problem, weil man dann auch versucht, Dinge zu kontrollieren, die man gar nicht kontrollieren kann. Deswegen die erste praktische Übung. Wenden Sie den Kontrollradar an. Wenn Sie also ein Problem haben, fragen Sie sich, ist das jetzt ein Zone-1-Problem, also ein Problem, was meine eigene Person betrifft und nur mich? Weil dann ist es kontrollierbar. Dann kann ich mir überlegen, was kann ich anders machen, wo will ich hin? Wenn es ein Zone-2-Problem ist, das heißt mit Menschen, mit betroffen sind, dann ist es nur noch gegebenenfalls beeinflussbar. Sie können natürlich versuchen, auf andere Menschen einzuwirken, wie in diesem Fall den Großonkel davon zu überzeugen, sich nicht so aufzuführen. Sie wissen aber nicht, ob sie Erfolg haben, weil es leider dann in der Entscheidung des anderen Menschen liegt. Und wenn wir hier ein Zone-3-Problem haben, also die äußere Umwelt irgendwelche Stressorenprobleme verursacht, dann ist es gar nicht beeinflussbar und in unserer Kontrolle. Und dann würde es uns nur Energie und Ressourcen kosten, wenn wir uns zu lange damit aufhalten. Dann müssen wir leider überlegen, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich mein Ziel anders formulieren oder anders erreichen?
Und auch bei uns selber ist unsere Kontrolle leider limitiert. Wir können natürlich bewusst reflektieren, wir können nachdenken, wir können uns Dinge vorstellen. Wenn ich Sie jetzt hier bitte, mit mir in Diskussion zu treten oder Fragen zu stellen, können Sie das bewusst machen. Wenn ich sage, denken Sie mal an Ihren letzten Urlaub zurück, dann werden Ihnen auch Bilder einfallen. Das sind bewusste, kontrollierbare Gedankenprozesse. Es gibt aber auch automatische negative Gedanken, die nicht kontrollierbar sind, die uns einfach so in den Kopf schießen und uns verunsichern, die leider nicht unterdrückbar sind. Da muss man dann hingehen und quasi im Nachhinein über diese Gedanken nachdenken und wiederum sagen, ist das wirklich so? Wo kommt jetzt dieser Gedanke her? Wie will ich damit umgehen? Will ich dem glauben oder nicht? Und auch unsere eigenen Gefühle und Körperreaktionen sind nicht kontrollierbar. Die sind quasi Produkt dieser negativen Gedanken. Man hat schneller Angst, als man denken kann. Und man hat schneller Wut, als man teilweise reflektieren kann. Und hat dann die entsprechende Körperreaktion. Aber im Nachhinein kann ich überlegen, okay, wie finde ich das jetzt hier? Ist das Gefühl angemessen? Was will mir das sagen? Und wie möchte ich mich verhalten? Das ist wieder das, was ich unter Kontrolle habe, wie ich mich daraufhin verhalte. Und Sie sollten diese beiden Kontrollradare anwenden in ja, besonders negativen Situationen, um dann nicht Ihre Ressourcen zu verschwenden. Getreu nach dem Motto, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht beeinflussen kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Genau. Dann habe ich Ihnen eine kleine Achtsamkeitsübung mitgebracht, dass wir das einfach mal zusammen üben und es ein bisschen klarer wird, was Achtsamkeit überhaupt ist. Wir können das jetzt in diesem Moment machen, also eine sogenannte informelle Übung, weil wir es einfach mit in den Alltag einbauen. Atmen Sie mal tief ein und aus, versuchen Sie sich darauf einzulassen. Es geht jetzt um Ihre Sinne. Beantworten Sie sich folgende Fragen. Wo schauen Sie gerade hin? Was sehen Sie dort? Genau. Beschreiben Sie sich das mal im Kopf. Was hören Sie in Ihrer Umgebung? Macht Ihr Laptop vielleicht ein Brummgeräusch? Sprechen Menschen in der Umgebung? Hören Sie einen Vogel oder ein Auto draußen? Einfach mal darauf achten, was Sie hören. Nehmen Sie einen bestimmten Geruch wahr? Riecht es nach Essen? Riecht es nach irgendeinem Parfum oder Deo oder ist irgendein anderer Geruch in der Luft? Wie fühlen Sie sich in diesem Moment? Sind Sie angestrengt? Ist es jetzt auch gut mit dem Seminar? Sind Sie müde? Sind Sie nervös, weil es irgendwas anderes Ihnen durch den Kopf geht oder geht es Ihnen gut? Einfach mal eine Antwort für den eigenen Gemütszustand finden. Welchen Geschmack haben Sie im Mund? Ist Ihr Mund trocken? Sind Sie vielleicht durstig? Sollten Sie mal was trinken? Oder sind Sie hungrig und sollten Sie vielleicht was zu essen machen? Als nächstes wollen wir mal achtsam für Ihre Gedanken sein. Was denken Sie gerade? Sind es positive oder negative Gedanken? Zum Beispiel über das Seminar oder über diese Achtsamkeitsübung. Ändern oder bewerten Sie den Gedanken nicht, nehmen Sie den einfach nur wahr, beobachten Sie den, dass er da ist. Und mal zu Ihrer Körperhaltung. Ist Ihr Rücken gerade oder gebeugt? Spüren Sie die Rückenlehne in Ihrem unteren Rücken oder spüren Sie Ihr Gesäß auf der Sitzfläche? Wie liegen Ihre Arme? Wo liegen Ihre Hände? Wie sind Ihre Beine gerade positioniert, berühren die Füße den Boden? Und ist diese Position bequem oder wollen Sie vielleicht was verändern? Haben Sie gar nicht gemerkt, dass Sie sich verspannen oder unbequem sitzen? Das ist einfach mal so ein kleiner Einblick in so eine Achtsamkeitsübung, wo man mal einfach schaut, wie geht es mir körperlich, was habe ich für Gedanken, mal hier ganz im Hier und Jetzt sind, mal auf die Dinge in der Umgebung achtet und nicht schon mit den Gedanken irgendwo anders. Es ist ganz einfach einzubauen. Es hat jetzt uns 3 Minuten gebraucht, um das mal zu üben. Genau, als nächstes habe ich Ihnen eine kleine Geschichte mitgebracht zum Thema aktives Problemlösen oder aktives Engagement im eigenen Leben. Ein junges Paar ist frisch verheiratet. Eines Tages beschloss die junge Frau, einen Braten zu schmoren. Bevor sie das gute Stück in den Ofen schob, schnitt sie vom Leib das untere und das obere Stück ab. Ihr Mann schaute ihr über die Schulter und fragte verwundert, warum machst du das? Ich weiß nicht, aber meine Mutter hat das auch immer so gemacht, war die Antwort.
Daraufhin fragte der Mann seine Schwiegermutter, warum sie denn immer das untere und das obere Stück vom Braten abschnitt. Ach, ich weiß gar nicht, aber meine Mutter hat das auch immer so gemacht, antwortete die Schwiegermutter. Die Großmutter war noch am Leben und so ging der Mann eines Tages zu ihr, ließ ihm keine Ruhe und fragte auch sie. Und die Großmutter antwortete, ach, das hat einen ganz einfachen Grund, meine Auflaufform war damals zu klein und da hat der ganze Braten nicht hineingepasst, deswegen musste ich die beiden Enden abschneiden. Einfach so ein kleines Beispiel für Dinge seit Jahren immer wieder gleich machen oder Dinge machen, weil jemand gesagt hat, dass man die so macht, ohne das zu hinterfragen. Sehr ungünstig, sehr schade in diesem Fall um den Braten. Das heißt, die kleine Empfehlung, reflektieren Sie regelmäßig mal. Hinterfragen Sie die Dinge mal bei sich selber und bei anderen. Dann habe ich Ihnen was mitgebracht zum Thema die Macht der Gedanken. Auch da ein kleines Gedankenexperiment, was ich mit Ihnen machen will. Sie befinden sich auf dem Wochenmarkt zum Einkaufen, als Sie Ihrer Nachbarin Frau Müller über den Weg laufen und Sie nett grüßen. Sie schaut Sie daraufhin zwar an, schaut aber gleich wieder weg und grüßt nicht zurück. Was denken Sie von der Situation? Wie fühlen Sie sich in der Situation? Überlegen Sie mal kurz, wie Sie das bewerten würden. Als nächstes, Sie kommen nach Hause, da liegt die Wochenzeitung auf Ihrer Fußmatte. Frau Müller gibt sie Ihnen immer, wenn Ihr Mann mit dem Lesen fertig ist. In der Regel bringt sie Ihnen die Zeitung aber eigentlich persönlich vorbei, zu einem kleinen Plausch und legt sie nicht einfach auf die Fußmatte ab. Was geht Ihnen jetzt durch den Kopf und wie würden Sie jetzt das Verhalten Ihrer Nachbarin bewerten und wie würden Sie sich ihr gegenüber verhalten? Überlegen Sie mal. Als Sie Ihre Nachbarin das nächste Mal im Hausflur treffen, trägt sie auf dem rechten Auge eine Augenklappe. Von der Augen-OP erzählt sie entschuldigend. Das war dringend nötig. Ich habe ja nicht mal mehr meine eigene Mutter erkannt, wenn sie vor mir stand. Wie geht's Ihnen denn? Was denken Sie jetzt? Was fühlen Sie jetzt? Hat sich was verändert im Hinblick auf die beiden vorherigen Situationen? Ich könnte mir vorstellen, manchen von Ihnen ging es vielleicht so, dass Sie da dachten, die ist sauer auf mich oder ich habe was falsch gemacht, deswegen grüßt die mich nicht. Oder das zumindest sehr unhöflich fanden, ne? Dass sie gar nicht grüßt, vielleicht aus Schüchternheit, aber trotzdem irgendwie komisch. Und dass der Eindruck mit der Wochenzeitung dann nur noch verstärkt wurde. Und jetzt zeigt sich hier eine ganz andere Erklärung. Das soll einfach nur zeigen, ein Beispiel dafür sein, dass man manchmal Dinge glaubt, automatisch, die negativ sind und die nicht glauben muss. Also die ruhig mal kritisch hinterfragen kann. Und ich habe Ihnen so ein kleines Tool mitgebracht, wie man das machen kann. Nicht erschrecken, das sieht jetzt unglaublich kompliziert aus. Das ist das ABC-Modell. A bedeutet, wir nehmen mal die auslösende Situation. Die ist für sich erstmal neutral. Die kann man in der Situation einfach mal aufschreiben. Welche Situation haben wir hier? Zum Beispiel die Nachbarin getroffen. Dann habe ich ja eine Bewertung dieser Situation. Und wenn das eine rationale, günstige Bewertung ist, also logisch, situationsangemessen, dann sind die Gefühle auch zielfördernd. Dann sind das in der Regel positive Gefühle oder zumindest angemessene Gefühle. Wenn ich da eine irrationale Bewertung zu habe, zu schnell was sehr Negatives denke oder schwarz-weiß denke oder zum Katastrophisieren neige, dann stellen sich oft ungesunde Emotionen ein. Und mit dem ABC-Modell kann man üben, an positivere Gedanken und Emotionen oder zumindest andere mal auszuprobieren, indem ich dann bei D einfach mal diskutiere darüber, wo habe ich meine Informationen überhaupt her und dann schaue, ob sich an meinen Gedanken was ändert. Ich habe Ihnen ein anderes Beispiel mitgebracht. Stellen Sie sich vor, eine Frau ist mit ihrer Freundin Pizza essen und danach im Kino. Sie denkt dabei, ich lasse meinen Mann zu Hause mit seiner Erkrankung im Stich. Die Konsequenz ist, dass die Frau den ganzen Abend Schuldgefühle hat, Selbstzweifel hat, grübelt, sich gar nicht auf den Film konzentriert und der Abend eigentlich für die Katze ist. Und mit diesem ABC-Modell können Sie mal hingehen und darüber nachdenken und reflektieren. Was nützt mir dieser Gedanke? Hilft er mir in der Situation oder ist er eigentlich nur völlig unnötig? Was würde mir ein guter Freund sagen oder was würde ich einem guten Freund sagen, der in derselben Situation ist? Und woher habe ich meine Infos überhaupt? Wer hat denn überhaupt bestimmt, wann man jemanden im Stich lässt und wann nicht? Hat mein Mann was gesagt oder ist das jetzt irgendwie nur ein Hirngespinst? Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, kann man vielleicht zu einer günstigeren Bewertung kommen, die zum Beispiel lauten könnte, ich brauche auch mal eine Auszeit, damit es mir gut geht und ich meinen Mann weiterhin gut unterstützen kann. Und die Konsequenz wäre dann, ich freue mich über den Abend, ich genieße den Film und den Abend und
mein Mann dann am nächsten Morgen ganz ausführlich von jedem Detail des Films. Und dieses zwei Übungen mitgebracht, einmal zum Thema ungünstiger Umgang mit Emotionen. Da habe ich Ihnen hier ein Bild mitgebracht, der feige Turmspringer aus einem Buch von Dan Katz, ganz neu erschienen, vom Nachteil darauf zu warten, dass sich etwas richtig anfühlt. Da haben wir hier einen Turmspringer, der steht auf einem 5-Meter-Brett und sagt sich, wenn es sich richtig anfühlt, dann springe ich. Was glauben Sie, wie lange der auf diesem 5-Meter-Turm stehen wird, bis der Moment sich richtig anfühlt? Wahrscheinlich lange. Ne? Weil es ist so im Leben, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, dann warten wir immer darauf, dass sich etwas richtig anfühlt, dass sich etwas gut anfühlt, damit wir auch möglichst die richtige Entscheidung treffen und keinen Fehler machen. Tatsächlich ist es aber andersrum. Erst wenn wir herausfinden, dass etwas funktioniert oder dass etwas gar nicht schlimm ist, geht die Angst weg. Das heißt, bei dem Turmspringer wird es wahrscheinlich so sein, dass erst wenn er gesprungen ist und gemerkt hat, dass es gar nicht so schlimm ist, er sich nochmal traut zu springen. Der Sprung ins kalte Wasser ist daher leider oft nicht vermeidbar und man sollte sich daher nicht von seinen negativen Emotionen lenken lassen, weil die Emotionen sich erst verändern, wenn unsere Gedanken und Erfahrungen sich verändert haben. Das heißt, das sollte nicht das sein, was uns im Leben lenkt. Ein weiteres Beispiel, auch aus demselben Buch, ist, einen Horrorfilm zu schauen, ohne die Augen zu öffnen. Das heißt, an etwas, das wir vermeiden, können wir uns nie gewöhnen. Wir sehen hier so ein Mädchen, das guckt einen Horrorfilm und guckt aber eigentlich gar nicht richtig hin dabei. Bedeutet, wenn wir etwas Unangenehmes erleben, versuchen wir meistens, uns davon abzulenken oder zu vermeiden, daran erinnert zu werden und hoffen dadurch, dass es weggeht. Und das ist genau der Irrglaube, denn das Gehirn hat keine Löschtaste und je mehr wir versuchen, etwas nicht zu denken oder zu fühlen, desto stärker werden wir es denken oder fühlen und desto schwerer werden wir auch in Zukunft einen Horrorfilm gucken können, weil wir halt uns gar nicht daran gewöhnt haben. Das heißt, lieber mit unangenehmen Gefühlen, Gedanken und Erinnerungen aktiv umgehen, sich denen stellen. Man gewöhnt sich dran, es wird hinnehmbar. Ja? Das heißt, wenn dieses Mädchen den Horrorfilm zum 5. Mal guckt, wird sie nicht mehr dieselbe Angst haben wie zum 1. Mal. Und dann habe ich Ihnen noch eine Übung mitgebracht aus Bohus 2013, haben wir vorhin kurz angesprochen. Der sich auch viel mit dem Thema beschäftigt, mein soziales Netzwerk. Da würde ich Sie einladen, sich einen Zettel und einen Stift zu besorgen und mit mir einen kleinen Netzwerkcheck zu machen. Wir machen das jetzt in der kurzen Version. Sie können das dann ja im Anschluss einfach nochmal in einer langen Version machen. Sie müssten also dieses Blatt Papier so in 4 Viertel aufteilen. Ich habe jetzt mal die Bereiche genommen, Beruf, Familie und Partnerschaft, Freunde und Bekannte, Nachbarschaft, Hobbys. Können Sie mal in die Ecken schreiben. Ihre Namen groß in die Mitte. Ich mache mal einen Moment für diejenigen, die gar kein Blatt und Stift da hatten und jetzt noch suchen. Kannst du ja vielleicht zwischendurch die Frage noch beantworten, die da kam? Ach so. Frage. Genau. Gut, ja. Wenn der Mann, ja. Genau. Peter fragt nochmals, was tun, wenn der Mann in der beschriebenen Situation die Schuldgefühle unterstützt und hervorruft? Ja, das sind natürlich erschwerende Bedingungen. Ne? Dass wenn man jetzt zum Beispiel in der Situation als Frau man abends für sich braucht und den Abend genießen will und der Mann einem auch noch sagt, du lässt mich im Stich. Das ist etwas, was es schwerer macht und wo man natürlich zusätzlich zu, ich reflektiere einfach meine eigenen Gedanken, auch schauen muss, dass man in der Partnerschaft in eine Kommunikation geht, in Kompromisse geht und so weiter. Das stimmt. Und dennoch kann man sich, denke ich, in der Situation fragen, okay, ich fühle mich schuldig und wenn man sagt auch, dass ich schuldig bin, ich frage trotzdem mal jemanden anderen, Außenstehenden, ob das wirklich so ist. Ne?
oder frage mal, würde ich denn auch einer Freundin sagen, dass sie schuldig ist, gerade wenn der Mann sagt, dass sie schuldig ist. Und es ist ja wirklich was dran an der These, nur wenn ich selber gesund bin, nur wenn ich, wenn es mir selber gut geht, kann ich überhaupt was für andere Menschen tun. Das heißt, selbst wenn ich mir selber Schuldgefühle mache und mein Mann mir auch welche macht, das Argument, dass es mir aber, wenn es mir schlecht geht und ich eine Pause brauche und ich sie mir nicht nehme, um meinen eigenen Ansprüchen und denen meines Mannes gerecht zu werden, dass es mir irgendwann so schlecht gehen wird, dass ich gar nicht mehr funktioniere, das ist hieb- und stichfest. Ja? Und gerade wenn man mit einer chronischen Erkrankung zu tun hat, ist es einfach so, dass das ganze System nur funktioniert, wenn es den Angehörigen gut geht. Ja? Wenn man als Betroffener und Angehörige immer schaut, was brauche ich, wie geht es mir und auch was für sich tut quasi. Also deswegen würde ich das beantworten mit, es sind noch schwerere Bedingungen, dennoch ist das Prinzip dasselbe. Okay. So, dann haben Sie hoffentlich mittlerweile alle Blatt und Stift gefunden und haben das so gezeichnet. Dann können wir Ihrem Netzwerk mal einen kleinen Check unterziehen. Es ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil Ihrer inneren Balance und Stärke. Ressourcen, soziale Ressourcen sind was ganz Wichtiges und deswegen lohnt sich das da mal hinzufügen. In das mittlere Feld schreiben Sie groß Ihren Namen und in die vier anderen Felder schreiben Sie jetzt die Namen der Personen, die in diesen Lebensbereichen eine Rolle spielen. Vielleicht machen wir jetzt pro Feld einen Namen. Also Sie schreiben einen Namen bei Beruf, einen bei Familie und Partnerschaft, einen bei Freunde und einen bei Hobbys. Dann sollen Sie Kreise um die Namen zeichnen. Und zwar einen kleinen Kreis, wenn Ihnen die Person nicht so wichtig ist, und einen großen Kreis, wenn das eine wichtige Person in Ihrem Leben ist. Dann sollen Sie jetzt eine Linie zwischen Ihrem Namen und dem Kreis ziehen. Und zwar, wenn Sie eine positive Beziehung zu der Person haben, eine gerade Linie. Und wenn Sie eine schwierige Beziehung zu dieser Person haben, eine wellenförmige Linie. Und zwar, je schwieriger, desto welliger. Muss man jetzt, wenn man gerade zu zweit teilnimmt, vielleicht irgendwas zwischen sich stellen, jetzt, dass man das machen kann. Und dann sollen Sie jetzt mit der Stärke der Linien spielen. Das heißt, wenn Sie ganz häufig miteinander Kontakt haben, sollen Sie die Linie mal schön dick zeichnen. Ja? Und wenn es Menschen gibt, mit denen Sie kaum Kontakt haben, sehr dünn. Wenn der Kontakt sogar abgebrochen oder eingeschlafen ist, können Sie den vielleicht stricheln oder mal so Striche durchzeichnen, um zu zeigen, dass da kaum noch Kontakt besteht. Bei mir sieht das jetzt zum Beispiel so aus. Ja, also ich habe jetzt im Beruf den Herrn Tischer einfach mal exemplarisch reingeschrieben. Familie, Partnerschaft, mein Ehemann. Hobbys, meine Yoga-Lehrerin und Freunde und Bekannte, habe ich mal drei Freunde und Bekannte rausgenommen. Die Kreise sind nach Wichtigkeit in meinem Leben geordnet. Das heißt, mein Ehemann hat den größten, der ITler bei mir in der Firma den kleinsten Kreis bekommen. Und die Striche, die geraden Striche sind positive Beziehungen. Die gestrichelten sind schwierige Beziehungen. Zum Beispiel zu meinem Freund Felix habe ich ein angespanntes Verhältnis. Und die Dicke der Linien sagt quasi, wie viel Kontakt wir haben. Ja, das heißt, zur Yoga-Lehrerin, die sehe ich nur einmal die Woche, da habe ich den wenigsten Kontakt zum Beispiel. So in etwa müsste das dann bei Ihnen aussehen. Das haben Sie jetzt exemplarisch ja nur für vier Leute gemacht. Das sollten Sie jetzt quasi mit allen Namen machen, die eigentlich in das Feld gehören und die wichtig sind. Und das eigentliche Interessante der Übung ist jetzt die Reflexion. Das heißt, wir können uns jetzt verschiedene Fragen beantworten zu diesem Netzwerk-Check. Die erste ist, in welchen Bereichen sind Sie zufrieden oder mit welchen Kontakten sind Sie zufrieden und an welchen Stellen sind Sie eigentlich jetzt selber erstaunt oder unzufrieden oder möchten etwas verändern? Das kann man erstmal so für sich selber notieren oder markieren als ersten Eindruck. Die zweite Frage, was wollen Sie? In welchen Bereichen möchten Sie neue Beziehungen knüpfen? Welche Bereiche sind sehr dünn? Oder bei welchen Beziehungen sind Sie sehr traurig, dass Sie irgendwie eingeschlafen oder nicht gut sind und wollen aktiv die pflegen oder ausbauen? Und bei welchen Beziehungen merken Sie aber, die tun mir nicht gut und da muss ich vielleicht irgendwas anders gestalten, weil mich das eher belastet, als dass es eine Ressource ist?
dann können Sie sich fragen, was sind die Schritte, die ich vornehmen kann, um diese Ziele zu erreichen. Und erinnern Sie sich, möglichst konkret, mit Zwischenzielen, realistisch, das heißt, es muss in Ihrer Macht liegen und dass Sie Handlungen formulieren. Zum Beispiel, ich rufe meine Tante Erna jetzt einfach sonntags immer mal an, um den Kontakt zu pflegen. Ja, oder ich sage einer bestimmten Person, die mir nicht gut tut, dass ich ein bisschen Zeit für mich brauche, um da irgendwie aus einer ungünstigen Beziehung rauszukommen. Und dann, dass Sie sich aber auch vorab überlegen, welche Konsequenzen haben diese Schritte. Wie wird meine Umgebung reagieren? Wie werden andere Menschen reagieren? Mit wem sollten Sie reden? Wo sollten Sie vielleicht was umplanen, wenn Sie zum Beispiel merken, ich verbringe viel zu viel Zeit im Beruf mit den Beziehungen, ich will eigentlich mehr im Freundesbereich oder in meinen Hobbys machen, wo müssen Sie dann vielleicht auch was kommunizieren, wer könnte dann wie reagieren und so weiter. Ja, das ist jetzt hier der Schnelldurchlauf, das müssen Sie natürlich irgendwie in Ruhe nochmal machen, wenn Sie diese Übung durchführen möchten. Und das kann helfen, um quasi erstmal sich einen Überblick zu verschaffen, was sind vielleicht Beziehungen, die eingeschlafen sind, die mich eigentlich in meiner Situation total unterstützen könnten. Und was sind aber Beziehungen, die mir nicht gut tun, zu denen ich einen guten Ausgleich in anderen Bereichen brauche? Genau, das war's. Wie angekündigt, 5 vor. Das war's zu dem Bereich. Ich hoffe, dass diese Übungen und Geschichten Ihnen nochmal einen kleinen Einblick geben konnten in die Resilienzmechanismen. Und können wir gerne jetzt nochmal Fragen klären, wenn es welche gibt. Aktuell gibt es noch keine, wie ich sehe. Sind alle noch in der letzten Übung? Oh nein. Vielleicht sind noch manche am Zeichnen. Genau. Mir bleibt erstmal auch vielen Dank zu sagen für euch, liebe Mainzer, die ihr natürlich die Zeit und vor allem auch den Elan an den Tag gelegt habt, um uns Resilienz ein Stück weit näher zu bringen und auf die eine oder andere Weise natürlich auch unser Interesse geweckt habt. Da mal ganz, ganz arg vielen Dank. Ich denke, ich spreche da im Namen von allen. Es haben immerhin noch knappe 30, 28 Teilnehmer sind auf jeden Fall noch dabei. Wie gesagt, Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, vielleicht auch im Nachgang, wenn der ein oder andere kommt, gibt es ja mit Sicherheit noch. Genau, ich habe auch hier noch meine Visitenkarte angehängt, wenn Sie irgendwie jetzt gerade eine Frage haben, die Sie nicht in der Runde stellen wollen oder eine Anmerkung, Feedback haben an uns, was war hilfreich, was könnten wir anders machen, können Sie sich gerne melden. Wie gesagt, die Folien gehen ja eh rum, Sie müssen jetzt auch nicht mitschreiben. Schreiben Sie mir am besten eine E-Mail. Selbst wenn Sie telefonieren wollen, können wir dann gerne Telefontermin ausmachen, aber da bin ich besser erreichbar als telefonisch. Genau. Da kommt schon ein bisschen Feedback rein. Einmal von der Silvia, vielen Dank für dieses Seminar. Dann von der Corinna, vielen Dank an alle, die das heute möglich gemacht haben. Und Angelika schreibt auch vielen Dank für den guten Beitrag. Herzliche Grüße aus Delmenhorst. Und auch die Tina, danke schön. Also, ich denke, das ist ein Anfang und soll natürlich auch weitergehen mit vielen, vielen, sage ich mal, Begegnungen im Bereich Resilienz. Und da wollen wir mit Sicherheit noch ein bisschen was machen. Jetzt kann da mal was rein. Bernhard, für mich als Betroffener war die Präsentationsgeschwindigkeit von Frau Darwisch leider zu schnell. Das Seminar war sehr umfangreich. Im letzten Drittel war meine Aufnahmefähigkeit nur noch sehr begrenzt. Für mich wären entweder mehr Zeit oder weniger Themen besser. Kann ich total nachvollziehen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe selber gemerkt, dass ich ein bisschen in Zeitnot komme, weil wir doch viel zwischendurch diskutiert haben und ich dann so ein bisschen durchrennen musste. Aber genau deswegen gibt es ja das Ganze nochmal als Aufnahme und die Folie nochmal so, um genau das einfach zu ermöglichen, sich das in Ruhe nochmal anzuschauen. Das ist klar, vielleicht nehme ich es mir aber mal mit, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen weniger Content reinnehme. Ja, ja, auf jeden Fall. Finde ich. Vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist auch wichtig, dann eben, wenn wir dann die Module gestalten. Im Grunde muss man natürlich sagen, war es jetzt fast ein Doppelmodul, mindestens ein Doppelmodul sozusagen, 2x45 Minuten. Ja. Das ist keine Frage. Zu lang und zu schnell, aber das nehmen wir uns zu Herzen. Vielen Dank. Ja. Genau. Dr. Lange will nur wissen, bietet das Team aus Mainz auch Videokonsultationen an zu diesem Thema? Resilienz.
Also es ist auf jeden Fall Ziel des geplanten Resilienztrainings, dass wir Videokonsultationen sowohl in der Gruppe als auch im Einzel dann anbieten werden. Dass man dann quasi über diese Dinge spricht im Einzel und in der Gruppe, um das quasi einfach gezielt zu trainieren. Ja. Genau. Das ist etwas, was wir auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall, jetzt spezifisch wir beide, auch gerade eben für die DHH, ansonsten allgemein nochmal, hatte eben auf die Homepage von dem Leibniz-Institut verwiesen. Wir haben jetzt dort auch eine sogenannte Resilienzambulanz, demnächst auch gefördert von dem Gesundheitsministerium hier in Rheinland-Pfalz, wo dann eben solche individuellen Anfragen auch dann beantwortet werden können. Bislang muss man ehrlicherweise sagen, konnten wir das nicht aus Ressourcengründen. Aber in nächster Zukunft ist es dann auch da möglich. Aber grundsätzlich Ansprechpartner eben für die Menschen aus der DHH oder mit einer Huntington-Erkrankung oder Angehörige sind gerne wir, die Frau Davis und ich. Sehr schön. Die Carmen macht noch eine wichtige Anmerkung, finde ich auch ganz gut. Beispiele hätten gerne auch aus dem Huntington-Thema sein können, damit man sich mit dem Thema wieder identifiziert. Ja. Einfach als Anmerkung fürs nächste Mal finden. Ja, genau. Und das haben wir auch schon bemerkt. Das sind jetzt ja sehr allgemein gehaltene Beispiele erstmal. Und wenn da Interesse besteht, können wir einfach gerne nochmal einen Workshop machen, indem wir gucken, dass wir es ein bisschen spezifischer machen, dass es auch greifbarer wird für die Leute, die halt gerade im Kontext Huntington Schwierigkeiten haben. Ja, finde ich auch. Oder andersrum tatsächlich der Wunsch meinerseits oder unsererseits, schicken Sie uns was. Schicken Sie uns Themen. Genau. Schicken Sie uns Themen, die wir einbinden können, wo Sie sagen, das ist jetzt eben die Herausforderung, das ist das, wo ich dann nicht mit klarkomme. Und ich glaube schon, die Diskussion, die wir jetzt gerade ja auch nochmal hatten, eben mit dem Thema Schuld, ne, das ist schon eine ganz zentrale Frage, wenn mein Partner eben bestimmte Dinge nicht mitmachen kann, weil er eben Huntington erkrankt ist, dann ist die Schuld bei mir selbst sowieso immer erstmal da. Und wenn es dann eben vielleicht auch noch schwieriger wird, wenn er dann das auch noch verstärkt, wie gehe ich damit um? Ich glaube, das war schon so ein erster, soll ich sagen, so ein erster Vorgeschmack auf das, was dann auch wirklich gezielt und konkret sein kann. Aber da bitten wir Sie einfach auch ganz, ganz arg um Beispiele. Also gerne an die Frau Davis per E-Mail oder auch an mich. Oder ich glaube auch, Herr Mayer und Frau Winkelmann sind nicht böse, wenn es an Ihnen, an die beiden geht, oder? Dann können Sie uns das weiterleiten. Sehr gerne. Wir haben auch schon über ein Feedback-Bogen gerade nachgedacht. Da kann man genau solche Dinge einbauen. Nach, was hat das jetzt gebracht hier? Welche Fragen sind noch offen? Und ich fand es super interessant heute. Bin auch überrascht, wie umfangreich das heute geworden ist. Vielen, vielen Dank für die Aufbereitung, für die tolle Erklärungen. Ich habe ganz viel Spaß gehabt an den Übungen, hätte auch gerne noch die weiter vertieft. Ich glaube, da können wir noch viel gemeinsam erreichen und bewirken. Da freue ich mich richtig drauf. Genau, jetzt ist gerade wieder eine Frage reingekommen. Genau. Ja, Dr. Lange fragt, ist geplant, die Schulung für Angehörige und Betroffene unterschiedlich zu gestalten? Ja, war ein wichtiges Thema, das wir jetzt neulich, vor 2 Wochen war es, gell, im Stiftungsrat hatten mit den Kollegen, die uns dort auch beraten haben bei dem Programm. Ja, also wir würden sagen ja, und nicht würden sagen, sondern wir sagen ja und wollen tatsächlich daraus parallele Programme entwickeln. Dann kann man nämlich zum Beispiel auch, das kam ja gerade die Anmerkung, dass die Geschwindigkeit war zu schnell eben, das kann man anpassen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber vielleicht auch dann nochmal die Themen. Ja, also das ist, wir wollen das gerne in verschiedenen inhaltlichen Formaten entwickeln. Und auch da wieder, ich weiß, ich habe es schon mal betont, aber auch da bietet es sich natürlich an, zu versuchen, das eben in einem Online-Format zu machen, weil man dann ganz viele Kanäle nebeneinander haben kann. Ja, genau. Wir sehen es auch als große Chance jetzt, dieses Thema. Heute war ein allgemeiner Einstieg, aber auch bewusst so gewählt. Wir hatten Huntington nicht im Titel als Einstieg. Wir sehen als Start für viele weitere Dinge, die noch kommen mögen. Die Studie ist eine und da bin ich auch ganz drauf gespannt, was alles noch passieren wird. Ich freue mich auch drauf. Okay. Wenn Sie dann fertig sind, Frau Davisch, würde ich nochmal meinen Bildschirm teilen. Bitte. Ich kann wenn Sie einmal stoppen, genau. Ja. Jawohl, dann bin ich nochmal dran mit dem Abschluss. Jawohl, für die noch da sind und noch Zeit und Energie haben für uns. Moment. Jawohl, also. Ich möchte noch auf Infomaterial hinweisen. Zum Thema Resilienz haben wir bei Huntington nicht viel. Ich glaube, die Lücke müssen wir noch schließen. Was wir am nächsten ein Thema ist, war unsere Broschüre mit mentalem Wohlbefinden. Die geht ein Stück weit in die Richtung, mehr auf sich selber zu achten, sich Zeit zu nehmen. Das sind dann Themen, die mit behandelt werden.
gibt es bei uns in Duisburg zu bestellen. Mitgliederzahl 2 Euro, nicht Mitglieder 4. Generell noch der Hinweis auf unsere Ansprechpartner. Da ist zum einen unsere Geschäfts- und Beratungsstelle, die individuelle Fragen beantwortet. Wir haben Landesverbände, wo auch einige heute vertreten sind. Auch die können Sie in Regionen ansprechen. Wir haben Angebote für junge Leute und da gibt es auch wieder wiederum welche in den einzelnen Regionen. Und natürlich all unsere Selbsthilfegruppen, die sich regelmäßig treffen. In Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber dennoch nutzen Sie die Möglichkeit, schauen Sie mal nach, was gibt es bei Ihnen in der Ecke und rufen Sie auch mal dort an, wie die Treffen aktuell stattfinden. Also sonst kann man denen auch immer zwischendrin mal reden. Ich möchte darauf hinweisen, auf unsere Online-Angebote. Heute Abend, wer sich noch berufen fühlt, als angehöriger Partner mit reinzukommen, unseren ersten Online-Austausch für angehörige Partner, kann sich gerne ab 19 Uhr bei uns einwählen. Bitte kurz vorher mir ein E-Mail schreiben, dann schicke ich die Einwahldaten. Wir machen weitere Online-Seminare. Das nächste ist gleich morgen früh um 10 mit dem Christian Boch. Der freut sich auch schon ganz arg und ist vorbereitet zum Thema Pflegebedürftigkeit und pflegerische Versorgung. Die heute dabei waren, können über den gleichen Link sich auch morgen früh wieder einwählen. Das habe ich die Zusage, die Herren Landwehrmeier und Saft, die es ja schon immer in der Jahrestagung gemacht haben, einen gemeinsamen Vortrag, Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. Vermutlich am Sonntag, 27. September, ist noch in Klärung, wann genau Infos folgen. Ansonsten gibt es alle Unterlage für unseren Online-Seminaren neuerdings auf unserer Homepage an einer zentralen Stelle. Da werde ich dann auch jetzt im Nachgang den Link zu dem YouTube-Film, diese Aufzeichnung ergänzen, sowie die Unterlage. Ich werde auch eine Linkliste zusammenstellen, wo ich auch dann zum Beispiel das AOK-Büchlein Leo Balance auch noch aufnehmen kann. Und den Link, den Sie eben geschrieben haben mit der Uni und der Corona-Hilfe, das nehme ich gerne mit in die Linkliste auf. Ansonsten treffen sich unsere jungen Leute jeden Sonntag, 18.30 Uhr, da kann man gerne mitmachen. Jung ist bei uns bis 35. Und möchte da ganz besonders darauf hinweisen, auf den Podcast Grow Strong. Der ist von der Alina, einer jungen Dame aus der Huntington-Gemeinschaft, die einfach mit ihrer Geschichte Leuten Mut machen will, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Okay, das war es von meinen Unterlagen. Ich habe noch eine letzte Umfrage, wo ich noch ein paar Vorschläge mitgebracht habe. Weitere Online-Seminare. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Gibt es denn noch weitere Themen, die Sie interessieren aus dieser Liste? Mitgebracht, vorgeschlagen durch Unterstützung, Entlastungsangebote. Wo kann ich mir Hilfe holen? Wie kann ich die Krankheit bewältigen, meine Situation bewältigen, den Alltag gestalten? Thema rechtliche Aspekte oder jemand, dem was ganz anderes einfällt, darf gerne ein E-Mail schreiben, wo Webinar falsch geschrieben. Soll Webinar heißen. Kann mir gerne auch im Nachgang noch was schicken. Warte noch einen Augenblick, was noch reinkommt. Okay, das ist ein schönes Ergebnis. Gut, dann habe ich mal ein bisschen Orientierung. Die Themen, die Sie interessieren, dass wir dann in der Richtung auch was suchen. Bewältigungsstrategien ist ganz weit vorne und halt Alltag gestalten. Weil die anderen Themen genauso interessant sind, Unterstützung, Entlastungsangebote. Rechtlicher Aspekt. Das ist unsere Priorisierung, dass wir wissen, welche wir als nächstes, wo wir Referenten suchen, was wir in die Planung nehmen. Gut, Dankeschön dafür. Dankeschön nochmal an alle, die sich heute hier eingewählt haben, die zugehört haben, die ihre Fragen gestellt haben. An Sie aus Mainz für den interessanten Vortrag, für die kompetente Beantwortung aller Fragen. Jochen, mit Moderation hat mir Spaß gemacht heute. War eine schöne Erfahrung. Wie gesagt, Aufzeichnung kommt, Unterlagen kommen auch. Bei Fragen kommen Sie auf uns zu, wir sind gerne für Sie da. Sonst bleibt mir nur zu wünschen, haben Sie noch einen schönen Rest Samstag. Ich habe gegen meine Eisdiele, ich hole mir jetzt ein Zitroneneis, da bin ich seit einer halben Stunde drauf scharf, als die Frage kam. Und ansonsten Ihnen alles, alles Gute und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.